Hallo, meine lieben Freunde. Oh, hört man das gut? Ja, gut. Und herzlich willkommen zu einem erneuten Stream hier auf meinem Kanal. Heute ist zwar kein Freitag, aber wir werden trotzdem heute mal ein bisschen wieder Euro Truck zocken. Also Multiplayer, ne? Versteht sich. Ich hoffe, dass das Game jetzt an sich übertragen wird, ne? Moment, werden wir gleich herausfinden, weil ich kann nämlich Truckers MP kann ich nicht raustappen. Und übrigens habe ich jetzt zwei Bildschirme. Also ich werde jetzt immer so in eure Richtung gucken, wenn ihr zum Beispiel, Digga, irgendwas im Chat passiert. Sieht nicht so aus, ne? Als ob das übertragen wird. Ah doch, 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 wird übertragen. Wird übertragen. Das ist geil. Das ist gut. Okay. Ich hatte nämlich schon Angst, dass ich das wieder nicht übertragen kann. Das wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen. Okay, Moment. Jetzt muss ich mich erstmal wieder hier zurechtfinden. Ja, ich finde es auch dumm, dass wir jetzt wieder No Copyright Songs wieder anmachen müssen. Wegen Werbung und so noch dazu. Aber ich hasse es allgemein. Weil ich kann halt jetzt auch nicht aus dem Spiel raustappen und irgendwie die Werbung überspringen. Das ist. Ja, das wird schwer. Ich hätte so gern das Radio aus dem LKW benutzt, aber wird ja leider nur nichts mehr. Es sei denn, ich möchte einen Strike haben oder sowas. Aber darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Gut. Ah, da sind wir ja jetzt voll ausgestattet. So, die Brille noch aufsetzen. Sonst. Gut. Wo sind wir jetzt eigentlich? Oh, warte mal. Ach ja, genau. Jo, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Jetzt weiß ich's wieder. Genau. Es dürfte jetzt eigentlich nichts passieren. Gut, okay. Let's go, würde ich sagen. Lass uns loslegen. Ach nein, Alter, das ist bei mir so laut wieder. Gut. Ihr müsst sagen, wenn es zu laut ist, ne? Ich kann das jetzt leider Gottes nicht abschätzen. Jetzt halt zum ersten Mal mit Controller, ne? Also ETS meine ich. Und das wird verdammt schwierig. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
übrig. Krass. Ach ne, wollte ich schon sagen. Eine Minute ist doch viel zu wenig. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So. Ich dachte, da vorne steht schon wieder einer. Oh, das war gestern so schlimm, ne? In Dings, Duisburg. Da sind wir reingefahren, also ich mit dem Tom. Und alles voll. Konntest du vergessen. FPS-Rate ging sehr steil. Nach unten. Es war krank. Es war einfach heftig. Digga. Falls es jetzt zu langweilig werden sollte, tut es mir leid, aber ich kann halt auch kein Radio machen, weil dann wäre es wenigstens, ich sag mal, für mich interessanter. Aber ich möchte es nicht riskieren, irgendwie einen Strike oder so zu bekommen. Und ich weiß, ja, ich bin zu schnell. Das kann schon sein.
schneiden. Habe ich schon wieder vergessen, wo wir eigentlich hin müssen. Nach Innsbruck. Wow. Na, okay. Fahren wir halt nach Innsbruck. Guckt. Ah, sah gerade so aus. Ich konnte nur leider nichts erkennen. Bitte links halten. Hören meine ich. Speichern, toll. Danke. Lol, wir spawnen die einfach. Normalerweise müsste es so sein, dass die angefahren kommen und nicht spawnen. Dumm. Der nächste, der einfach spawnt. Was ist denn das für ein Schiss? Läuft das eigentlich flüssig? Ich kann das nicht erkennen. Ich glaube, das läuft sogar nicht mal flüssig, oder? Warte mal. Wir haben hier eine. Na, es geht. Ich meine, klar. Also in der heutigen Zeit ist sowas. Sieht es echt scheiße aus, aber. Leider gerade aktuell nicht ändern. Müssen wir uns noch ein paar Monate gedulden. Dann ist das Problem mit der Grafik gar kein Problem mehr. Los heute auf den Straßen, ne? Nix.
rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, bin ich doch schon dabei. Immer geradeaus. Warte mal. Der lässt mich abfahren, oder? Bitte links halten. Wie dumm. Der lässt mich abfahren. Und dann muss ich wieder auf dieselbe... Digga. Warum nicht gleich auf der Autobahn bleiben? Ist doch dumm. Später dann nach Dings fahren. Nach Duisburg. Könnt ihr mal gucken, was dort abgeht, ja? Also ich wäre da dafür auf jeden Fall. Warte mal, ich muss mal das Mikrofon ein Stück weiter. Jetzt. Jetzt passt es doch. Ja, dann liefern wir mal jetzt schnell die Ware ab und dann fahren wir runter nach Duisburg, ja? Bitte links halten. Das klingt doch nach einer guten Idee. Obwohl, es könnte auch eine schlechte Idee werden. Oh, wir sind gerade 111 km/h gefahren. Das dürfte eigentlich gar nicht passieren. Theoretisch, ja. Ich streame aber mittlerweile schon 22 Minuten. Warum steht denn unten? Ach, durchschnittliche Wiedergabezeit. 5 Minuten. Digga, ich bin doch drin. Also ich bin, ja, zusätzlich noch mit dem Stream drin. Weil ich ja hier die Analysen und so drin habe. Und offen habe auf dem anderen Bildschirm. Dann müsste es eigentlich auch schon bei 22 Minuten sein. Das verstehe ich jetzt nicht, aber... Ist halt so. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Thank you.
kommt ein. Ah, uff. Ja, moin. Ich glaube, der da unten, also hinter uns, der hält sich irgendwie an die Verkehrsregeln, oder? Da ist er aber mit anderen die einzigen. It's like a red flower here. Red beautiful flower. Super blöd. Immer geradeaus. Okay. Hä? Alter. Oh. Alter. Was geht denn hier schon wieder ab? Und ich finde auch, das ist mit das Unterhaltsamste am ganzen Spiel, also am ganzen Stream jetzt so. Diese Unterhaltungen zwischen den ganzen Fahrern. Also, meine Meinung jetzt. Ich weiß ja nicht, wie ihr es findet, also was ihr so denkt. Aber wenn ich jetzt meinst, wenn ich jetzt eine andere Person wäre, mein Stream jetzt schauen würde, würde ich auch sagen, rechts okay, halten, ich bleib drin und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Weil die da immer irgendwelchen random Mist da erzählen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und das ist so das Lustigste oder Unterhaltsamste im ganzen Spiel. Und was mich gerade stört, ist halt, dass die Grafik ein bisschen, also nicht die Grafik vom Spiel, sondern von meinem Stream die Auflösung, die Pixel überall, das ist. Ich finde es auch nicht schön, aber dann kann ich jetzt leider nichts machen. Hä? Digga, das habe ich auch irgendwie derzeit sehr häufig, dass ich immer irgendwie im Hintergrund höre, als ob mein. LKW im Mann geht. Oh mein Gott. Cool. Warte mal, wo müssen wir jetzt nochmal hin? Nach Innsbruck. Ach so, wir fahren ja runter. Wir fahren ja gar nicht hoch. Wir fahren ja runter nach, nach Österreich. Beziehungsweise, wir sind schon in Österreich, glaube ich. Nur was gerade noch fehlt, ist die Mauer. Ja, ja, hier sind Berge. Wir sind definitiv in Österreich. So in der Gegend. Kann auch sein, dass wir noch Deutschland sind. Ich glaube schon, weil wir waren noch an keiner Maut. Das mich sogar sehr irritiert. Immer geradeaus. Oh fuck. Fast vergessen. Ha. Digga, kann es sein, dass mein LKW wirklich immer an und aus geht? Dass ich das nicht nur höre, sondern dass es wirklich so ist? Weil manchmal, oder nee, eigentlich immer, oder? Zumindest ist mir das noch nie aufgefallen, wenn der, wenn diese Geräusche kommen, dann ist diese Geschwindigkeitsanzeige, also die Begrenzung, ist dann weg. Die sind einfach nicht mehr da, als ob ich wirklich meinen LKW ausgemacht hätte, beziehungsweise stehen würde. Aber wenn man steht, da ist, glaube ich, dann die Anzeige weg. Weil Baum halt. Ich weiß leider auch nicht warum.
viel haben wir noch? Oh! Noch knappe 50 Kilometer. Das ist gut. Und ich glaube, ich sehe da vorne schon eine Mauer, oder? Wenn ich richtig geguckt habe, oder ist es nur ein Rasthof? Wenn wir Glück haben, nur ein Rasthof. Ja. Also eine Tankstelle. Beziehungsweise Rasthof, weil. Was lustig wäre, wenn jetzt die gesamte Zeit, die du jetzt im Spiel verbringst, immer geradeaus. Also nicht die gesamte Zeit, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, von oben, von Hamburg nach München runterfahren musst, das dauert halt, keine Ahnung, sagen wir mal 7 oder 8 Stunden. Ich sag das jetzt einfach mal so, ich weiß, es ist nicht so, aber dass man halt wirklich auch 7 oder 8 Stunden dann an einem Stück jetzt in Real Life Time im Spiel dann fährt. Das wäre echt heftig. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wir sind schon bei Innsbruck. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Sondern danach fahren wir hoch nach Dings. Biege nach links ab. Es ist vorbei. So, Meister, wo wollen Sie hin? Wow. Cool. Dahinter. Und wie rum? Natürlich so rum. Das war ja so klar. Na, warte mal. Da müssen wir in die Dingsperspektive raus. Drüber, über die Stämme. Nein, das tue ich nicht. Gut, das Problem haben wir schon gelöst, ne? Oh mein Gott, ach so, da kommt er aber. Naja, solange es nur bei dem einen bleibt. Weil ehrlich gesagt habe ich jetzt keinen Bock, dass hier Stau ist. Was ist da? Wow, ja, die kommen auch so nicht vorbei. Wahnsinn. Warte mal, ich hatte doch. Hört man auch Geräusche? Tatsächlich.
warte mal. Hört man, kann man irgendwie das einstellen, dass man auch so Fahrtwind und sowas hört? Müssen wir mal gucken, Audio. Rückwandton. Beim Fließen. Wie klingt denn das? Hat jetzt nichts verändert, ne? Gut, jo, Duisburg ist da oben, wow. Schauen wir mal, was nach Duisburg. Nee. Nee. Mann. Digga, ständig denke ich, dass da irgendwas ist im Menü. Ah, das ist nur unten diese Leiste. Nach Duisburg, Mann. Wie finden wir denn jetzt sowas nach Duisburg? Oder irgendwas. Ne, wartet mal, passt mal auf. Wir fahren mal. Ganz fix. Hier ist bestimmt ein Händler oder sowas. Wir fahren mal kurz in die Stadt rein. Fahrt vorsichtig. So. Ich habe nämlich mal eine Idee. Ich meine, wir haben ja jetzt 56.000, ne? Demnächst links abbiegen. Wir haben ja jetzt schon eine Menge Geld. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. So. Das müsste jetzt erster Aufenthalt in Innsbruck sein? Nein, natürlich nicht. Biege nach rechts ab. Aber ich war noch nie in Innsbruck. Biege nach rechts ab. Ach so. Wow. Ich hätte jetzt da reinfahren müssen. Oder nee, warte mal. Wir sind fertig. So. Oh, das ist eine blöde Arbeitsagentur. Ist hier überhaupt kein Dingens? Kein Händler. Das ist ja mies. Dann müssen wir zum nächsten Händler fahren. Oder wir machen eine Schnellreise nach Leipzig. Μπουδής, μπας και βρω καμιά καλή παραγγελία. Ας περιμένω εκεί. Μητούμ. Α, ich weiß nämlich, hier war... ein Händler. Hier drüben. Wow. Nico, also, άκουσε.
Δεν θα έτοιμα να τσιχάει. Πάω στην εταιρεία τα Eurogoods εκεί που έχει. Μπας και βρω καμιά καλή παραγγελία. Θα σας περιμένω εκεί. Είναι λίγο έξω από τη λειψία. Ωραία, έδεσα τρέιλερ, έδεσα. Θα σου μάμα, βίφι κόστα. Ου, δεν κόστα ζωγό 50.000. Γεια, αλλά και. Ωχ, τίγα. Really? Ich brauche einen. Wo ist er, Pame? Πάω προς αυτήν την εταιρεία την Eurogoodies, μπας και βρω μια καλή παραγγελία. Λίγο οκ, okay, σε είδα, σε είδα, σε είδα. Freien Platz bei. Beim. Bei einer Garage. Έλα, είμαι από πίσω σου. Okay, okay. Ήμουν έξω εγώ με τον Παρασκευάκο για ποδήλατο. Α, οκ, δεν πειράζει. Aufrüsten. Okay. Ich glaube, das hat sich, Σε ποια πόλη πάει το τρέιλερ που θα πάρει? Δεν ξέρω, θα δω τώρα τι δουλειές έχει και θα πάρω ένα άλλο. Okay. Α, έχει διάφορες εταιρείες εδώ, άμα δεν βρω στη μία θα πάρω από την άλλη. Ναι, gut. Dann fahren wir mal noch ein paar Touren. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Aufträge bitte aus Leipzig irgendwas. Oh ja, hier für 36, 48, oh, 57. Wollen wir das machen? Von Berlin nach Manchester. Jo, das machen wir. Fahren wir halt noch ein bisschen, ne? Biege nach rechts ab. Geil, jetzt dürfen wir keine Ahnung wie viel Kilometer fahren. Irgendwas mit 1000 oder so. Links halten und θες dann να links abbiegen. Νομίζω έχεις το πάρε δουλειά αυτό στο... Άκου, περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, πάτα escape, πήγαινε εκεί που λέει αγορά εργασίας και πάτα εκεί που λέει αγορά... δεν θυμάμαι τι αγορά εμπορευμάτων το λέει. Και εκεί σου βγάζει όλες τις εταιρείες μαζί για να μην ψάχνεις μία-μία. Ωχ, κόλλησα! Alter. Για μένα τουλάχιστον έχει κάτι εδώ πέρα. Για δες και γύσαι να πως έχει κάτι. Σε ποια περιοχή πάει αυτό που έχει? The rest. Wir müssen uns mal irgendwo kurz an die Seite stellen. Πώς? Ένα λεπτό θα δω τώρα. Τίγα. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, komm auf der Autobahn. Und kurz an Seitenstreifen stellen und dann muss ich nämlich mal kurz was umgehen und nachprüfen.
In der Hoffnung, nicht gekickt zu werden. Fórtoses. Ατλά, bon dia, no. Εσύ βρήκες κάτι. Βρήκες κάτι, εσύ είπα. Wenn man wenigstens was Πες μου που πάει εσένα για να βρω. Έρφουρ. Έρφουρ πάει εμέ. Έρφουρ, τώρα. Οκ, κάτσε να δει. Ωραία. Irgendwas von Erfurt. Απλά να ξέρεις, θα πρέπει να... Ich glaube, da sind welche, die wollen sich in Erfurt treffen. Obwohl, warte mal, was geht mich das eigentlich an? Das geht mich gar nichts an. Also, das juckt mich eigentlich gar nicht. Warum mache ich mir da eine Waffe drüber? Also ich meine, der Auftrag ist jetzt gut, weil dann kann ich nämlich meine Garage ausbauen. Sorry, aber ich weiß auch nicht, was mit mir heute los ist. Der Tag heute fühlt sich irgendwie so komisch an. Ich weiß auch nicht warum. Vor allem habe ich das Gefühl, ich bin mittlerweile schon viel zu... Also viel länger jetzt mit Anhänger und so unterwegs als in der freien Fahrt. Ich meine, klar, in der freien Fahrt hast du halt nichts, wo du jetzt dann noch das Geld verdienst, ne? Aber dann bekommst du halt EP und das ist halt auch irgendwie gut, ne? Aber ich brauche eher Geld als EP. Ich meine, EP bringt mir dann natürlich dann wieder neue Teile, aber... Rechts halten und dann rechts abbiegen. Kohle ist halt auch wieder wichtig. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Hä? Ach so. Hier geht's schon wieder runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
Ah, die fahren doch da vorne auch 110, oder? Ich meine, ich kann überhaupt nicht aufholen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, der wollte auch nicht rein, oder was? Nee. Digga, was macht der? So, wir wollten jetzt den Auftrag genau nach Manchester. Es gibt aber auch noch nach Grimsby. Cyanid. Oh, Cyanidgas. Wie. Oh, das wird. Oh lol, das wird sogar GPS überwacht. Ja moin. Das bedeutet, wenn's... Wir hätten sogar... was ist denn jetzt hier der Unterschied? Ja komm. Let's go. Warte mal, wir machen auf der Autobahn runter. Digga, was ist denn los? Schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbrochen habe, aber ich wüsste nicht, wie ich dich sonst hätte erreichen sollen. Wieso denn? Was ist denn? Na, du hast ja keinen Truckers MP gespielt und das musstest du ja jetzt beenden. Jo. Na. Na, und ich bin auch am Stream, ne? Also hast du wieder eine Benachrichtigung bekommen oder hast du wieder keine bekommen? Nee, da stand nur, dass du ein neues Video hochgeladen hast, nicht, dass du am Stream bist. Ach so, na, also ich habe das eigentlich so eingestellt, dass da steht, warte. Ja, ein Video hochgeladen oder ein Stream gestartet, stimmt, jetzt lese ich es, man müsste da mal zu Ende lesen. Und ja, ich habe mich noch gewundert, ich habe extra noch auf den Server geguckt, um zu gucken, ob du in deinem Stream-Fach drin bist. Ja, Gott verdammt. Ist jetzt nicht schlimm. Also spielst du heute ATS? Jo. Was dann gegen wenn ich dazukomme? Nö, hab ich kein Problem damit. Nur noch so für ein, zwei Stündchen? Jo, alles gut. Awesome, Alter. Dann hallo an Stream. Wie viele sind gerade da? Wen muss ich alles grüßen? Gerade niemanden. Oh. Oder mich selbst. Ich weiß nicht, wen jetzt der Stream hier noch mitzählt. Wir bräuchten so einen Grillenzirpen-Button. Für diese seltenen Momente. Oder Mama hat mir ein Foto geschickt. Will ich das sehen? Das ist die Frage. Ja, ich bin gerade dabei, eine Lieferung auszuliefern von Berlin nach UK rüber. Für 57.000, damit ich meine Garage in Leipzig ausbauen kann. Ah, das ist cool. Mhm.
Und wo fährst du über die Dings rüber? Also über die Grenze? Da muss ich nochmal schauen. Moment. Weil dann würde ich dich da nämlich abfangen. Soll ich mit Auto oder LKW kommen? Kannst gerne mit dem Auto kommen, wenn du willst. Okay, geil. Bei Rotterdam wieder. Ah, okay. Jo. Also machst du Rotterdam über die Grenze, dann warte ich in dich auf Rotterdam. Ich warte in dich auf Rotterdam. Was? Jo. Ich warte auf dich in Rotterdam. Okay. Und ich habe gerade was Cooles herausgefunden. Was? Ich habe mich an meinem Kinn gejuckt und dann hat es im rechten Ellenbogen gekrabbelt. Alles klar. Und warum startet jetzt Truck aus dem Penis bei mir? Biege nach links ab. Ich spiele jetzt übrigens ab sofort mit Controller. Ne? Ach, hast du jetzt einen? Ja, hab's jetzt hinzugefügt, also hinbekommen. Ach, mit PS4-Controller? Genau. Ah, alles klar, ja. Ist nice, oder? Welches Programm hast du denn verwendet? Wie hieß denn das? Ich hab das per USB einfach dran gesteckt und es. Ach, dann ging's, okay, ne? Das ist auch nicht schlecht. Na gut, dann war das wahrscheinlich bloß beim PS3-Controller, dass das so Komplikationen gegeben hat. Mhm. Weil ich hab ja keinen PS4-Controller. Alter, hier stehen sie schon wieder alle. Ja, nice! Aber, also nicht alle, ne? Es sind nicht so viele hier. Die stehen nur alle an, da, also auf der Wiese. Ach so. Alter. Ja, und es ist ja auch Berlin, kein Duisburg. Duisburg ohne Ölstrüssel. Ach, jetzt hat es mal wieder enthangen. Nee, wie nennt man das? Keine Ahnung. Oh shit, bei mir hört man halt wieder jedes fucking Geräusch. Aber jetzt bin ich bestimmt wieder zu leise, ne? Nö, passt schon. Ah, okay, dann ist ja. Alter! Achso, oh mein Gott. Ha! Ey, bei mir drüben ist halt die andere Spur, ne? Also die entgegengesetzte Spur. Und ich dachte jetzt, der fährt auf meiner Spur zu mir hoch. Also auf der Auffahrt. Ah. Alter. Ui. Da ist das Herz gerade mal kurz. Für 2 Sekunden stehen geblieben. Da du Speyer zu. Ja, die Speyer. Und vier Dollar mich schicken. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, da wollen wir doch mal schauen, ob es heute mit der VR-Brille wenigstens klappt. V. Spitzt mit VR? Ich hab die. Jetzt 2 Head-Tracker auf den Monitor angebracht. Ah. Und ich vorhin schon mal ganz kurz probiert, aber da hat es irgendwie nicht so richtig geklappt. Jetzt habe ich nochmal das ein bisschen umgestellt und gelumpt und jetzt hoffe ich mal, dass es klappt. Kann ich wenigstens in der Kabine hin und her klotzen. Okay. Gucken wir mal, ob das klappt. Das wäre ziemlich nice, wenn es klappen würde. Hatte der Marvin dir eigentlich gestern oder heute erzählt, was uns heute früh passiert ist in der Forest? Nee. Nee, der hat nichts erzählt. Wir waren die ganze Zeit in Höhlen und so, Alter. Ah, nice. Ja. Und wir wollten halt ganz raus wieder aus den Höhlen, aber. Da war halt so ein Mutant mit diesen also mit so ganz vielen Armen. Ich glaube, das habe ich noch mitbekommen, gerade so. Ach so? Da ja. Bin ich, glaube ich, aufgewacht, weil er mal so rumgeplägt hat. Ah, da bin ich nämlich gestorben. Obwohl wir eigentlich hätten einfach dort irgendwo an einem Seil hochklettern müssen. Und
Das haben wir aber nicht gesehen. Bin ich sinnlos gestorben. Jetzt ist mein ganzes Zeug wieder weg. Ach, klasse. Alter, wo bin ich denn gerade eben? Ach, ich bin noch in Kalis. Alter, hier sind 1000 LKWs. Na. Es geht wieder los. Ja, ich mach einfach eine Schnellreise. Das ist mir zu blöd. Ich quetsche mich schnell wieder durch. Ich brauche 7 Unfälle. Das ist mir nicht wert. Jetzt lade ich die schon wieder los. So, Garagenmanager. Achso, ich muss ja dann jetzt auch erstmal mein Auto holen. Ah, ist ja noch Zeit. Ich hab noch irgendwas mit 1000 Kilometer vor mir. Ah, okay. Wo bist du denn momentan? In welcher Stadtnähe? Ich glaube irgendwo Richtung Erfurt. Magdeburg bin ich. Ich bin gerade Magdeburg vorbei. Gerade Magdeburg, okay, dann guck ich mal, ob ich in Magdeburg die Garage hab. Dann kleide ich dich schon vielleicht etwas eher noch. Na warte mal, dann nicht von Magdeburg aus, dann teleportiert dich mal nach Hannover, wenn du da eine hast. Bei Magdeburg bin ich gerade vorbei. Ah, dann müsste man wieder. Ach da, Magdeburg und dann Hannover, okay. Schnell reden. Niedriger Tankfisch, auch Digga. Der Typ. Digga. Ach gut, dann muss ich mir noch mal irgendwie was angewöhnen, als erstes deine sozialen Medien zu checken, bevor ich immer dich anrufe. Ach, alles gut, ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Reinplatzen. Dann hast du jetzt deine zwei Monitore. Immer geradeaus. Ja. Ah, und? Besser, ne? Ja, aber ich meine, bis jetzt habe ich sowieso noch nichts gebraucht, also von daher. Oh, shit. Was wollte ich jetzt sagen? Du bist aber schon auf Simulator 1, oder? Jo. Okay. Immer. Weil da sind die meisten. Dann setze ich mir jetzt mal einen Wegpunkt nach Rotterdam, dann müssten wir theoretisch auf dieselbe Strecke kommen, ne? Theoretisch, ja. Problem. Ich finde eine neue Route. Neu berechnen. Ach schön, der fährt einfach wieder an mir vorbei, obwohl gerade eben erst grün geworden ist. Gut, ich meine, ich halte mich jetzt auch nicht gerade an die Geschwindigkeitsbegrenzung, aber ich fahre wenigstens nicht einfach über Rot. Oder Bretter über Rot drüber. Das gehört sich auch nicht. Was ich im Auto aber tatsächlich ziemlich feier ist, dass man innen drinnen auch den Spiegel hat. Was ja beim LKW nicht so ist. Ja, wie willst du das beim LKW auch machen? Das ist ja echt schwer, ne? Na, schon. Man könnte einen Spiegel, also einen Monitor in Form von Spiegel reinbauen und eine Kamera hinten dran anhängen. Ja, das würde gehen. Aber da ist halt wieder die Sache, da brauchst du halt entweder deinen eigenen Hänger, den du immer dabei hast, oder... Oh, Marvin, schönen guten Abend. Hallo Marvin. Schön, dass du dabei bist. Ey Marvin, 5M, hast du Bock? Wir sind gerade auf 5M unterwegs, ihr seht, beste Ach, Grafik. Ein schönes Navi noch mit dabei. Die Map hat keine Ladehemmungen. Achso, hat sie ja bei dir. So, ne, stimmt. Das war bloß so ein Ding an meinem Kühler. Stell dir mal vor, bei dir würde das passieren hier in ETS. Dass die ganzen Strecken und so verschwinden. Dann würde ich den Computer anzünden, wirklich. Ich würde ihn anzünden, vom Balkon runterwerfen und draufpissen. Ja, ich wohne in einer Wohnung mit Balkon. Das tut geil, jetzt schon mal, ne? Balkon ist richtig geil, ne? Auf jeden Fall. Das ist das, was du immer brauchst. Das wollen wir nachher GTA auf PS4. Ah, da muss ich ehrlich dazu sagen, auf der PS4 habe ich kein GTA mehr. Also ich habe es deinstalliert und wenn ich das jetzt installiere, dann dauert es circa 2 Tage. Aber ich denke, da hat's auf dem PC mit. Ja, wir könnten es dann auf dem PC höchstens spielen, Marvin. Oder 5M. Ja, bei normalen GTA wäre ich auch dabei, um ehrlich zu sein. Ach so, jetzt habe ich die Laptop ja ganz umgedreht.
der Laptop ist maximal zu schwach. Ein FPS. Oh, das ist scheiße. Das ist mies. Das ist halt blöd, wenn die, wenn die noch nicht Dings erfunden haben. 5M für die PS4. Das ist mies. Ja, natürlich. Ja. Du musst noch so eine Tastatur anschließen nebenbei. So, warte mal, wo bist du eigentlich jetzt schon in Hannover vorbei? Nee, ne? Doch, ich bin jetzt an der Auffahrt, beziehungsweise auf der Autobahn, weil die Auffahrt ist. Ich kann aber gerne hier, links neben Hannover ist doch so eine einzelne Tankstelle, ne? Ja. Dort warte ich auf dich. Ich gerade vorbeigefahren. Auf der anderen Seite, oder was? Na, links von Hannover halt, also ja. Von dem H aus links gesehen. An der Tankstelle bin ich gerade eben vorbeigefahren. Ach so, na okay, na ja. Ja, ist nicht schlimm, ich fahr gerade wieder rückwärts von Standstreifen zurück. Alter, rückwärts in Ego. Ah, ach du Sau, das Spiel kurz geruckelt. Ach so, übrigens, bei Apple funktioniert, ne? So ein bisschen. Achso, vorher, ja. Das ist ja, aber es ruckelt gelegentlich mal. Also, wenn ich jetzt meinen Kopf drehe, die Kamera ist nicht flüssig hin und her, das ruckelt. Ja, ein das bisschen. Ist... Aber warte mal, ich komme. Kannst losfahren. Oh ja, tatsächlich. Dann raus damit maximaler Geschwindigkeit. An dir vorbei. Oder du an mir. Nee, ich an dir. Ach, gut. Ah. Ach, zu rüber, okay, gut. Hey, wie geht's dir, ne? Alter, mein Spiel ist so leise. Bei mir ist es so laut. Ah. Netter. Jetzt sind wir jetzt endlich wieder zusammengekommen. Einfach so viel passiert. Ja. Wie lange streamst du da schon? Seit einer Stunde ungefähr. Okay. Also da, wo das, wo die Nachricht halt rauskam. Auf das Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts stimmt. Nehmen. Oh, wir müssen hier runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Ich habe übrigens Cyanidgas geladen. Geil, Alter, darf ich da mal drauf schießen? Biege nach rechts. Kannst du gerne versuchen, aber ich glaube, dass es nicht klappen wird. Schade. Warum das ist wohl nicht entzündlich? Ich hatte keine Chemie, ich weiß sowas nicht, keine Ahnung. Ist das entzündlich? Ja, schon. Nur die Sache aber ist halt, in Eurotruck gibt es keine Waffen. Hä, ich denke, das ist 5M. Naja, ach stimmt. Ja, sorry. Warte nochmal von Anfang an. Ja, ich habe Cyanidgas geladen und ja, kannst gerne drauf schießen. Mal gucken, was passiert. Alles klar, bam! Oh fuck! Ich glaube, das ist gar nicht ein Flammbau, weil du hast nur das Toxic-Symbol hinten drauf. Ja, explodieren würde es vielleicht, ja. Na, dann eben eine andere Frage. Darf ich es trinken? Das kannst du gerne versuchen. Alles klar, Alter, geht los. Hinter dir. Oh, Osnabrück. Oh, da war ich sogar schon. Oh. Du müsstest noch 334 Kilometer haben, ne? 33. Was? 300? Bei mir sind es noch 800. Also knappe 900. Ach so, ja, stimmt. Ich habe ja nur du bis zur Grenze. Wo bist du? Ja. Nein, nicht weiter von. Oh Gott, danke. Uiuiui. Vor allen Dingen, wir sind einfach 30 km/h zu schnell, fällt mir gerade mal so. Demnächst links abbiegen. Egal. Solange wir niemanden rammen oder so mit Absicht. Biege nach links ab. Passiert ja nur mal gelegentlich, wie zum Beispiel in Duisburg gestern. Das war nice. Ich hatte...
Mystic 5 Simulator 1 anmachen, weil es der beste Radiosender ist, den man in diesem Spiel hören kann. Dann hören wir mal, wo wieder was abgeht. Ja, ich kann es ja leider nicht anmachen. Die spielen ja leider auch Copyright Musik. Demnächst links abbiegen. Du könntest höchstens mal im Forum nachfragen, wie das so ist, wenn du das mit streamen würdest, was das da Auswirkungen haben könnte. Das ist eine gute Idee, das mache ich, sobald das Stream da, also sobald ich dann heute. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wo bist du eigentlich hin? Achso, du bist ja stehen geblieben wegen. Ja. Biege nach rechts ab. Okay, der eine ist aber noch über Rot gefahren. Vielleicht sind es Amerikaner, dass sie denken, dass sie trotzdem nach rechts abbiegen dürfen, auch wenn Rot ist. Nimm die Ausfahrt recht. Alter, mein Navi-Typ hier, der spielt immer gerade ab. Stell dir mal vor, die Stimme von dem Navi wäre auch Copyright. Alter, das wäre jetzt doof. Da kommen wir bestimmt auch noch irgendwann hin. Vor allem, der schickt mich wieder von der Autobahn runter und wieder drauf. Wow. Also ich weiß nicht, ob das nur bei mir so verpackt ist oder ob das bei... Na, aber mich hat jetzt auch auf der Nebenstraße lang geschickt. Obwohl ich hätte auch einfach geradeaus fahren können. Ich finde es so. Okay, das war jetzt komisch, aber okay. Finde ich schöne Musik. Ja, und ich kann sie nicht hören. Ja, also ich habe mich mal erkundig gemacht, was das mit diesem Konvoi zu tun hat in... Truckers MP. Das ist aber dieses Jahr irgendwie nur in American Truck Simulator. Das heißt, eventuell werde ich mir das dann demnächst noch runterladen und mich dann dort anmelden. Oder ich werde es mir halt nur angucken oder so. Das wird dann bestimmt irgendein YouTuber oder so streamen. Also ich sag mal, wenn ich es rechtzeitig mitbekomme, wann, wo das ist, dann würde ich da definitiv mit teilnehmen schon. Vierte Fall. Und zwar bin ich dann der Spinner, der ganz vorne ist und voll abbremst, damit mir alle drauf fahren. Alter. Da kannst du auf jeden Fall schon mal mit einer Geldstrafe von, keine Ahnung, 500.000 rechnen. Das ist nicht so schlimm, das hab ich. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt das ganze Geld bezahlen, was jetzt die an Schaden haben. Das Ganze, von jedem LKW. Alter. Das wäre nice. Wenn der Multiplayer-Mod so komplex wäre, das wäre geil. Ich muss dann richtig Formular ausfüllen hier und dann... Yo. Was, aber lass mal wirklich immer geradeaus. PS4 live gehen und GTA spielen, okay. Yo, aber heute und morgen wird es nichts mehr, ne? Weil, wie gesagt, das dauert bei mir ein, zwei Tage, bis es runtergeladen hat, wegen meiner Internetleitung. Ich bin froh, dass es überhaupt reicht zum Streamen. Sag mal, wo bleibst denn du eigentlich? Ich fahr hinter dir. Vielleicht noch 200 Meter zu bestimmen. Sicherheitsabstand. Ah. Wie lustig wäre das, wenn man jetzt da über die Brücke, also da wo die Brücke ist, ne? Den Abhang hochfährt mit 110 km/h. Mit einem LKW oder mit einem Auto. Ja. Du fährst einfach so drüber. Ich glaube, das ist eine Alpha-Mauer. Oh, schade. Naja, ich meine, probieren geht über studieren, ne? Mal testen. Versuchen wir mal, ob es. Oh, hier fährt ein Mietrisch lang, oder was? Ach nee, das ist ein Boot. Ups. Ja, außer mein Herzkollaps ist jetzt die
nichts so weiter passiert. Das war die VR-Brille, die hat gerade eben das Mikrofon geknutscht, ja, als ich nach unten geguckt habe. Die müsste ich dir eigentlich mal vorbeibringen. Kannst du die bei dir im Stream mal verwenden? Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Muss jetzt nicht unbedingt, aber wenn du willst. Alles klar, ich komme immer geradeaus. Ja, das ist im bist schon vor der Tür, ne? Ja, ne, dann komme ich mal rum. Ich meine, bin ich in der Abruhe. Na, wann hörst du wieder auf? So 0 Uhr rum, ne? Ja. Na gut, dann mach ich. Dann gehe ich erst schlafen, komm morgen Mittag vorbei. Morgen Mittag bin ich nicht da, dann bin ich einkaufen. Dann hau ich es in einen Briefkasten. Nee, wirklich nicht. Da ist der Schlitz zu klein. Ich stand einfach unten in den Plastikbeutel vor der Haustür. Und dann kommt irgendjemand vorbei. Oh geil, nehm ich mit. Oh ja, Müll. Lecker. Ja, kommt so Müllmann erstmal, Müllwagen durch den Schredder. Oh, Alter. Ach, jetzt haben sie gerade durchgesagt, den Simulator 1. Okay. Mit dem Konvoi. Dass da XDI und Napex nicht mitfahren dürfen. Ja. Weil die immer zu vandalieren zu teilen. Ja. Zum Beispiel wie in Duisburg oder wie wo wir gestern waren. Kennen. Ja, ja, Alter, wir haben ja auch definitiv dort randaliert. Mir auf jeden Fall. Also Leute, wenn ihr uns mal persönlich treffen wollt, müsst ihr einfach in ETS, also in Truckers MP, nach Duisburg kommen. Wir randalieren dort jeden Tag. Waffengewalt und so mit Basies, hauen wir Scheiben rein. Oh, Alter. Werfen Molotovs, alles Molotovs, klar. Genau. Molotovs. Oh, jetzt sind wieder 1000. Wo sind wir hier eigentlich? Kannst du nachgucken gerade? Nee, steh nicht. Wir sind in Amsterdam. Cool. Du weißt, dass du eigentlich Vorfahrt hast, ne? Ja. Du bist auf der Hauptstraße. Ja, einfach zufahren. Oh, naja, komm. Einfach okay. Zufahren. Was ist das? Ist das Admin oder? Pilot, okay. Naja, ich wollte halt freundlich sein, weißt du. Ja, aber du bist auf der Hauptstraße. Einfach zufahren. Ja, ich kenne aber viele, ich sag mal, Idioten, die hier rumfahren und dann. Ich sag mal, einen Unfall bauen. Na, ich sag mal, Kreuzungsgegend fährst du einfach 70. Ja, in dem Fall vielleicht wollte ich auch Multiplayer fast über 50. Alter, hat der auch Cyanid geladen oder was? Ja, aber zwei Hänger, der ist OP, Alter. Junge, der sind sogar drei Hänger. Der kriegt dann keine 57.000, sondern. Immer geradeaus. Irgendwas mit 200. Oh, jetzt muss er rechnen. Oh. Ja, ich 57, sag einfach. 160. 180, einiges. 7, 14, 171.000. Nee. Oh, guck mal, Flugzeuge. Ja. Oh, nice, Digga. Landen. Ey, ich werde mal neben dir fahren, ne? Na, das steht ja hier hinten drauf, wenn es bei mir wieder rumrudelt. Jo. Wir fahren ja eh beide 110, also von daher. Nee, ich fahre tatsächlich aktuell 105. Oh, okay. Dann fahr ich auch noch 105. So. Ich meine, ich würde mich ja gerne in die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, aber dann sind wir erst in 2 Jahren da. Alter. Jetzt fährst du aber 110. Oh ja. Shit, ich fahr 120. Ja, hab ich vorhin offline auch geschafft. Aber da lag es daran, weil ja im normalen Game die LKWs ja 120 schaffen. Ja, na, und so. Hier dürfen sie ja nur 110 fahren. Ja. Oh, wir sind schon Rotterdam. Ja. 44 Kilometer. Sorry. Sorry. God damn it.
Not a problem. Ne. Das war nicht mal an mich gerichtet, aber okay. Na, hoffentlich hat er das auch gecheckt. Nicht, dass der jetzt so denkt, Alter, was will der Spaß jetzt von mir? Natürlich denkt er das. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Was? Keine Ahnung, also mich darfst du nicht fragen, rechts was rechts nehmen und weil dann bleiben sie immer geradeaus. Weil ich verstehe sowieso nichts. Immer geradeaus. Total. Welche Zahlen sind man eigentlich heute? Also ich bin die 3:30 und du bist die 17:68, okay. Vor allem der Navi-Typ hat gerade gesagt, bitte die Ausfahrt rechts nehmen, Alter. Na, nice. Ich nehme die Ausfahrt. Deswegen habe ich in meiner Beschreibung bei jedem Stream drinnen stehen, dass man halt Humor verstehen muss. Hm. Sonst braucht man sich meine Streams nicht angucken, weil dann denkt man, Alter, was ist das für ein dummes Kind? Alter, ich guck gerade eben aus dem Fenster hinter zu dir, ne? Ja, habe ich auch manchmal gemacht. Voll. Das ist so komisch, wenn ich mich jetzt in meinem Sitz umdrehe. Guck mal lieber vor. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Danke für die Warnung, ich war gerade voll weg. Ich würde jetzt gerne meinen Kopfstand machen und dann losfahren. Alter. Da würde ich unter meinem Lenkrad sitzen. Oh, geil bestimmt. Ob man das denn auch sieht, was unten ist? Demnächst also, rechts abbiegen. Nee. Charakter bewegt sich leider nicht. Ne? Oh. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Oh, ich finde es so entspannt mit dem Controller zu fahren. Sag ich doch. Oder biege nach man? Links ab. Links. Okay. Sag ich doch, das ist einfach so viel chilliger. Vor allem, weil man da richtig einlenken kann und nicht so nur voll einlenken oder gar nicht einlenken. Ja. Weil, wieso sind denn hier drin 50, Alter? Hä? Und hier geht's eine Treppe hoch, what the fuck? Neue Route finden. So. Ach so. Dann cool. Wir müssen. Oh, warte mal, da muss ich mal kurz gucken. Ich kann noch mal kurz raus. Muss ich nochmal nachschauen, wo wir hin müssen. Wir müssen da oben hin. Was ist denn das? Grimsby? Gibt es hier einen Ort, wo wir hinfahren können? Grimsby? Also nach Grimsby dann. Da können wir ja gar nicht hoch. Oder ist das... Ach doch, hier oben. Also nach Hull? Hull. Hull, ja. Hull. Okay, aufbrechen. Okay. Schiff wird aufgebrochen. Gut. Okay. Lass so, uns eine neue Route da finden. Da kannst du ja gleich mal hier markieren bei dir auf der Karte, wo wir hin müssen. Wir müssen nach Manchester. Oh, Manchester. Mhm. Gibt's da nicht eine Dings? Eine Fußballmannschaft, ja. Ja. Das ist so eine Firma, die ist mitten im Zentrum vom Kreisverkehr links. So ein WC, keine Ahnung, irgendwas. WGCC. Oder WGCC. Ich sehe das halt nicht komplett durch meine. Okay. Gut, okay, dass du Bescheid weißt. Und dann, let's go. Wo geht's hier bitte raus? Hinten, genau neben dir, du bist vorbeigefahren. Ach, da. Oh mein Gott. Wieder halber Herzstillstand. Gern geschehen, Alter. Biege nach rechts. Boah, jetzt dürfen wir aber nur noch Englisch reden. Okay, my friend. I speak very good English. I can very good speak English. But it's not the yellow from the egg. Gott, ich glaube, die kennen das nicht einmal, den Spruch. Alter, der am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen.
ain't the first exit in the roundabout. Oh, 80 sind ja nice. Hm, obwohl da auf dem Verkehrsschild gerade stand 50. Wow. Na, Meilen. Ach ja, stimmt. Ach ja, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Das ist ja hier auch wieder komplett andere. Macht aber trotzdem keinen Sinn. Ich bin gerade an einem Schild vorbeigestanden, wo es 60 steht. Und trotzdem sind nur 8. Ach so, wegen LKW. Stimmt, ich habe LKW-Geschwindigkeit nicht pick. Soll ich wegen schneller fahren? Nö, muss ich nicht unbedingt. Okay. Ich habe nur gehupt wegen dem Typ, der vorbeigefahren ist. Ah, die Sonne blendet mich. Ich muss meinen Sonnenschutz runter tun. Oh, wir fahren sogar tatsächlich nur noch 2,5 Stunden. Hm. Na klar, wir haben ja mit der Fähre 11 Stunden verdödelt. Ach ja. Jetzt musst du dir mal überlegen, 11 Stunden auf einem Schiff sitzt du da an deinem LKW. Obwohl, nee, ich glaube, man kann rausgehen aus dem LKW. Ja, du hast da bestimmt so ein Schiff, wo du halt so... Na, ich sag mal, so eine kleine Imbissbude oder so, ja. so eine Bar hast, wo du was bestellen kannst. Trotzdem, 11 Stunden. Oder du musst halt dein eigenes Essen mitbringen. Ah. Nee, die werden doch bestimmt schon so. Also, ich bin ja mal auf der Pöhl mit dem Dampfer gefahren. Ich glaube, die Fahrt ging in 3/4 Stunde oder so. Das hat mir vollkommen gelangt. Nicht, weil mir schlecht wurde oder so, aber einfach langweilig wurde. Ich meine, wir haben zwar mit gegessen während der Fahrt und gelungen, aber mir wurde einfach so langweilig. Ich kann nicht mehr. Ich hab gesagt, Alter, ich bin froh, wenn ich runter bin. Du siehst halt auch nur Wasser, mehr siehst du ja nicht. Ja, echt. Vor allen Dingen auf so einer Fähre, da ist klar, siehst am Anfang und am Ende ein bisschen Land. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Und danach war's das. Der Rest ist alles nur Wasser immer. Biege nach rechts ab. Boah, das war wie Provi, Alter. Jo Marvin, lass mal hören, was geht denn bei dir gerade so eigentlich? Zugucken beim Stream. Links ja. Halten aber sonst und dann so links abbiegen. Biege nach links ab. Sehr eingelenkt. Was haben die in der UK Meilen oder haben die da auch Kilometer? Also ich dachte, die haben da auch so Kilometer. Kann mich auch nicht. Ah. Naja, ist ja auch scheiße, cool. Aber wir fahren immer 110, also von daher. Aber was ich irgendwie cool finde, also gerade die Straße, die wir jetzt gefahren sind, die Kurve hoch, da sah es tatsächlich so aus, als ob es hier vor ein paar Sekunden erst geregnet hätte. Also als ob die nass wäre. Das ist pretty damn nice. So eine Grafik bräuchte man mal in 5M, ey. Ja, okay. Spiel hat kurz gekommen. Achso. Aber es geht wieder, oder? Ja. Okay. Habe auch nur 3% Schaden bekommen, das passt schon. Na, du hast ja Geld. Ich habe heute auch mal für, keine Ahnung, eine Stunde oder so. Hallo. Ja, ich hatte heute mal für eine Stunde das Spiel nebenbei laufen lassen, ne? Grüß Gott!
Und demnächst links abbiegen. Und ja? Aber so viel Geld habe ich da jetzt nicht gemacht. Ich habe angefangen mit, ich glaube 6.000. Und dann habe ich nachgeguckt, da hatte ich nur 20.000. Naja, trotzdem, ne? Für eine Stunde nichts tun. Ja, aber wäre ich jetzt noch nebenbei gefahren, hätte ich in einer Stunde sogar noch ein paar tausend dazu machen. Das ist auf jeden Fall. Oh, niedriger Füllstand. Tankfüllstand. Aber bei mir sind es noch knappe 600 Kilometer. Bei mir sind es 200 Kilometer. Wie weit müssen wir noch fahren? 100. Ach, dann brauch ich nicht tanken. Brauchen wir nicht jetzt extra anhalten. Obwohl, nee, ich tu mal bis zur nächsten Tankstelle vorbeschleunigen und tu dann wieder zu dir aufschließen. Ja. Vor allem, ich hab noch 49 Liter im Tank und der schreit niedriger Füllstand. 49 Liter ist von Auto fahr ich noch nicht niedrig. Oh, musst du hier vorne auch die Schlaufe runter? Ja. Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Doppelspurige Autobahnabfahrt, geil. Obwohl, ne, ich glaube, das ist eher mehr wie so eine Autobahnkreuz, ne? Mhm. Ja, das ist auch Autobahn hier unten. Okay. Auf die Idee kam, dass da alle links fahren. Naja. Okay, hier kommt wieder absolut keine Tankstelle. Ah, wow, erst kurz vor dem Ziel kommt eine Tankstelle. Oh, schön, wieso ist mein Auto jetzt ausgegangen? Ach, dann ist es bei dir wahrscheinlich jetzt auch so wie bei mir. Also du hast auch gar keinen Schaden oder so. Achso, doch, du hast Schaden, ne? So ein bisschen. Ja, aber da stand nicht Motorfehlfunktion, das war einfach nur so, es klang jetzt. Nur bei mir ist... So, mal schauen, wie weit ich noch roll, vielleicht schaffe ich noch. Was ist mein Auto? Der Tank ist auch noch nicht alle, ich habe 40 Liter drin. Zum Glück fahre ich noch 80, das hat es ein bisschen raus. Kannst du mal wieder angehen? Ich habe mich so geht's nicht an. What the hell? Ah, hi. Jetzt geht's wieder. Ach, das kann sein wegen manuell Getriebe. Muss ich Kupplung reindrücken? Natürlich, bin ich so dumm. Ach, diese Musik. Ich wünschte, man könnte einfach alles ohne Probleme immer mitstreamen und so. Das ist eine schöne Musikzusammenstellung. Oh, ist hier eine Tankstelle? Oh ja, richtig. Cool. Rechts halten, das Auto und dann bleiben sie immer geradeaus. What the fuck? Immer geradeaus. Insgesamt 360 Liter gehen in den Tank vom Auto. Krass. Das muss ein richtig großer Tank sein. Bitte was links auch mal halten. Cool wäre, wenn die eine Rallye für das Spiel mal machen würden, so eine vorgegebene Strecke. Dann musst du halt vielleicht immer tanken und so und gelump, aber du musst halt trotzdem als erstes ankommen, so. Ja, das wäre auch mal richtig nice, Alter. Jetzt
Ja, geil, Autobahnabfahrt mit 112 runter. Nice, wer kennt's nicht? Juhu, erster Aufenthalt in Manchester. Ich glaub, da war ich auch noch nie. Die Freude ist ja sehr groß, ey. Komm, immerhin bekommst du jetzt einen Haufen Geld. Ja, das stimmt. Powerschieb, alles klar. Links halten und dann links abbiegen. Oh schön, hier gibt es gerade noch einen Händler, glaube ich. Biege nach links ab. Als erstes möchte ich dann nach Leipzig fahren, schnell. Und dann meine Dings ausbessern. Okay, willst du jetzt legit zurück zu Leipzig fahren oder per Schnellreise? Ich überlege gerade, weil Schnellreise kostet ja wieder haufenweise Geld, weißt du? Schnellreisen kosten Geld? Ja. Mhm. Ja, dann lieber legit zurückfahren. Na, wir könnten theoretisch aber auch eine Lieferung von hier aus noch mitnehmen nach Deutschland. Das also. Stimmt auch wieder. Da musste ich nur schnell mein LKW importieren lassen. Abbiegen. Ich nehme mal hier den Händler mit, gell? Wenn du deine Ladung bringst. Biege nach links Sensia ab. Oder wie man das ausspricht. Sensia? Genau. Es ist vorbei. Gibt's ja auch noch eine Garage zu kaufen, eventuell. So, hier vorne ist irgendwo eine stehen. Gut. Hier gibt's keine Garage? Ach doch, da. Doch ja, ich sehe da auch einer. Kauf ich mir erstmal mit. Oh, das ist ein schönes. Warte, ich kann kurz eine Melodie pfeifen, wie vielleicht kennst du das. So, das war's. Hast du es erkannt? Wow, nee. Ja, mehr darf man nicht, das ist gestrikt. Cool. Ja, das ist... Fuck, ich darf nicht mitsummen. Ah, hör auf. Machst du Pascal noch kaputt alles. So, lieber User, 57.000. Lieber User, Sie haben 7 Millionen Bands bekommen. Alter. Nur weil einer gepfiffen hat, weil er mitgesummt hat bei Ihnen, ist du. Das wäre krass. So würden Sie einen doch am liebsten bestrafen und dann noch 100.000 Euro Strafe oben drauf. So würden Sie einen... Was? Vor 10 Worten wurde man nur wie heißt das? Nicht gebannt. Bestraft, wie heißt das Scheiß? Gestrikt. Reported. Ach so. Wenn man rassistische Ausdrücke gedingst hat oder wenn man irgendwas Pornografisches veröffentlicht hat und so ein Scheiß. Jetzt ist es einfach, wenn du irgendeine Melodie mitsummst, Alter. Also hier wäre was von Manchester nach Duisburg. Ja. Für 16.000. Okay. Wollen wir? Na, ich muss erstmal mein LKW noch holen und mir dann auch eine Ladung suchen. Weil ich meine Duisburg. Ja, Duisburg, geil. Ich bekomme Vietnam-Flashbacks. Oh, warte, darf man das überhaupt sagen oder kriegt man dann auch Probleme? Warum sollte man da Probleme kriegen? Weil Menschen dumm sind. Oh, das stimmt allerdings. Also nicht alle, aber es gibt viele. Alter, derjenige, der sich das ausgedacht hat, Menschen so hart zu bestrafen, nur weil die irgendwie... Ach, das schreckt mich darüber nicht auf, das wird gleich wieder... Ich meine, wenn die Menschen davon halt nichts profitieren, kann man doch... So, Alter... Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie einen Song gemacht hat oder so und andere Menschen benutzen diesen Song und kriegen davon noch Geld oder so, dann würde ich es ja verstehen. Aber wenn die kein Geld davon bekommen, wenn die das nicht monetarisieren, das Video oder den Stream oder was weiß ich. Das ist, ja, kein Plan. Das ist dumm. Es ist halt immer ein bisschen, alles ein bisschen. Ja, es ist alles ein bisschen, ja. Ja. Wo waren wir gerade eben? Manchester, ne? Ja. Okay, dann mache ich eine Schnellreise dahin. Gibt es tatsächlich auch was zur Tschechei? Für
62.000. Ich meine, da fahren wir zwar an Leipzig vorbei, aber... Ja, aber wir fahren an Leipzig vorbei. Also ich suche mir jetzt erstmal was in Richtung Leipzig auf jeden Fall, gell? Ja. Ach shit, ich habe meine Anhänger gar nicht hier. Ach naja, dann nehme ich einfach einen anderen mit. Ich meine, es wäre natürlich geil, weil dann könnte ich ja theoretisch einfach mal kurz in Leipzig Halt machen. Und ausbauen. Naja, die Frage ist nur, lohnt sich das Ausbauen? Ja, wegen neuen LKWs und Fahrern und so. Einstellen. Na, hast du schon deine zwei Fahrer voll oder was? Nee. Ja, habe ich schon. Ach so, na dann musst du ausbauen. Hey! Oh, Jesus Christ. Jesus. Don't yell at me. I'm sad. LKW-Manager, Anhänger-Manager? Nee, Anhänger-Manager muss ich. Ich meine, ich könnte theoretisch dran vorbeifahren, aber vielleicht gibt's auch irgendwas noch näher ran an Leipzig. Er wird in deiner Garage in Leipzig auf dich warten. Ja, das nützt mir nichts, wenn der Anhänger dort auf mich wartet. Ich brauch den ja hier drüben, Kollegen. Jetzt nutzen, ja. Ja, Seitenkühler, okay. Awesome. Abgefahren. So. Ach komm, ich nehme Duisburg. Wir fahren eh dran vorbei, also von daher. Ist in Ordnung, dann suche ich mir jetzt auch noch eine Fracht wieder nach Deutschland. Fertig zum Losfahren. Ich möchte eine Fracht nach Deutschland. Oh, ich habe bis in die Tschechische Republik hinten rein. Bis nach Brünn. Okay. Ach nee, warte, falscher Startort, Fehlalarm. Wohin willst du? Nach Duisburg. Wo liegt denn das? Dortmund, Kassel, Frankfurt am Main. Ah, da ist Duisburg. Hä, wo ist bitteschön meine Markier... Ja, ich habe einen einzigen Auftrag, der dort in die Richtung geht ungefähr. Warte mal, wo ist denn... du fährst dann bestimmt wieder mit der Fähre nach Rotterdam, ne? Jo. Also, okay, das ist scheiße. Aber jetzt mal ohne Spaß, mein Anfangspunkt ist weg. Na, weil es in derselben Firma ist. Naja, aber da ist halt auch kein Dings zum Abholen. Ach so? Ich kann ja nichts abholen. Oh, das ist komisch. Hier steht zwar, ich habe noch 0 Kilometer vor mir, aber... Mhm. Ja, Mann, das ist doch... Geografie ist echt nicht so meine Stärke, ne? Streckenlänge 114 Meter. Oh, das ist vielleicht irgendwo in einer ganz anderen Dings. Oh, hier habe ich eine medizinische Ausrüstung von Chris Bay bis Duisburg. Aber du musst ja auch nach Duisburg, ne? Ja, schon. Okay, dann nehme ich die Fracht jetzt einfach an. So, lass uns loslegen. Oh, Schwefelsäure. Nice. Ja, aber wo soll ich die bitte abholen? Hier ist nichts. Na, guck doch mal den Auftrag, welche Firma drin steht. Bin schon dabei. WGCC, das ist ja. Fahrt vorsichtig. Na, das müsste dann einschieren. Na, dann klick doch mal Enter. Das Ding ist, ich sehe halt nicht dieselben Aufträge wie du. Das ist halt ein bisschen assi. Naja, bei mir wird es aber nicht angezeigt, welchen Hänger ich abholen soll. So, und dann probier doch einfach alle durch. Oder vielleicht ist es auch verpackt, vielleicht muss einfach ein anderer. Ach so, warte mal, ich bin so dumm, ne? Du musst ja zuerst hier vorne zu diesem grünen Punkt fahren. Ach,
Das hab ich doch gerade eben gesagt, dass du da vorne mal einen drücken sollst. Ach so, ach Mann, Digga, warum passiert mir sowas? Warum? Weil wir alle verballert sind. So, jetzt steht's nämlich auch da. Fahre zur angezeigten. Das siehst du, das ist so. Oh nein, ich hab das F-Wort gesagt, verdammt. Ich glaube, man hat es eh nicht gehört. Oh, hoffentlich. Weil mein Game ein bisschen laut ist. Ah, das ist gut. Auf geht's. Wo bist du, Twitch oder? YouTube. Ah, YouTube ist Mist. Die sind echt streng. So, warten wir mal ganz kurz. So, ich habe jetzt aber meine Frage. Achso, das bist du schon. Ja, wir müssten jetzt tatsächlich wieder zurück nach Crims bei oder so. Da müsste ich nochmal vorbei jetzt. Okay, das, Das ist gleich unter dem Ort, wo wir mit der Fähre kamen. Aber ich würde sagen, ja, ist ja bloß ein kurzer Umweg. Oder? Yep. Okay, also fährst du jetzt erstmal mir hinterher? Oder? Ja. Okay. Zeit zu gehen. Na dann, auf geht's. Zack, ich fahre jetzt Straße. Nein, schon wieder. Oh, ich. Links ab. Meine Sprache, ja. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Na, kennst du jede? Komm, werd grün. Yeah, Alter, bestes Timing. Okay, es sind 30. Okay, das müssen Meilen sein. Da ist kein. Da geht kein Weg rein. Das ist wirklich bloß 30 sind hier. Die wir fahren dort. Das sind jetzt noch 200 Kilometer bis zu meinem Zielort. Dann hole ich die Fracht ab und kann man mit der Fähre rüberfahren und dann fahren wir beide in dieselbe Endstadt. Vielleicht ist da ja heute wieder so viel los. Ja, hoffe ich auch. Nur ich hoffe das auch, dass diesmal nicht so viel halt was an Bugs. Na, ich glaube eher, dass nicht so viel los sein wird, weil man hat ja gestern gesehen, es hat sich ja gestern echt schnell gelockert. Aber rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Ist dein Tank noch? 400 Kilometer. Also ich überlege gerade, ob ich hier jetzt tanken fahre oder ob ich nach Grimsby dann tanke. Aber ich glaube erst nach deinem nach deiner Abholung. Vielleicht ist da ja auch direkt im Ort eine Tankstelle, dann kannst du ja dabei in tanken gehen. Wenn ich meine Fracht einlade, das dauert ja auch wieder ein paar Stunden, eine Stunde. Ja. Echtzeit? Das ist krass. Mhm. Also ich glaube, wenn wir diesen Beruf in echt ausführen würden, dann würden wir uns eine LKW teilen und dann immer schlafen abwechselnd, oder? Das so können wir dann immer zusammen fahren. Ey, Pascal, machen wir uns selbstständig? Jo. Ich meine, eine Zugmaschine und dann immer Aufträge annehmen. Ich hab's ja alles schon im Simulator durch, wie man sich ein Imperium aufbaut. Also von daher. Ja, wenn sie dann fragen, und warum kommen sie auf die Idee, dass sie es schaffen, dass sie ein erfolgreiches Unternehmen führen könnten, sagen wir so: Naja. Also, wir haben sehr viel Euro Truck Simulator gespielt, das könnt ihr auch gerne mal spielen, also. In Euro Truck hat's auch geklappt. Nee, aber, du wirst es kaum glauben. Ich habe ja einen Kollegen oder einen Ex-Kollegen, keine Ahnung, gar nicht mehr so gefragt, was da traurig ist, und ich ständig deswegen
Beine, nee, was? Der arbeitet bei einer Logistikfirma, Lieferung hier LKW. Und tatsächlich kennt der in seinem Betrieb oder in dem Betrieb, wo er arbeitet, sind echt viele, die sagen, die machen den Job nur, weil sie Euro Truck Simulator gespielt haben. Really? Ach. Dass ihnen so viel Spaß gemacht hat, rumzufahren, dass die halt wirklich LKW fahren wollen. Also so abwegig ist das gar nicht mal. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Achso, ja, stimmt. Ich muss ja immer geradeaus. Egal, fahr mir einfach hinterher. Wir fahren zur selben. Ja, ja, weil ich mich jetzt gewundert habe, warum muss ich denn jetzt geradeaus, warum muss ich denn jetzt links abbiegen, obwohl wir hier geradeaus fahren. Mhm. Ja, also ich meine, eine Spedition gründen, ja, wenn man das Geld hat, ne? Ja, man braucht halt immer das Stadtkapital, das gehört halt leider immer dazu. Bei mir gab es übrigens Borgensalat, Bier, Ei und Kartoffeln. Ui, na, bei mir gab es hier Dings, Eier, selbstgemacht. Oh shit, was geht mit dem da vorne, der hat sich überschlagen 7000 Mal. Ja, ich habe gesehen, dass da irgendwie Licht überall geflackert hat. Guck mal, Powerschieb schon wieder. Hä, ist der nicht vorhin schon, wo wir... Ja, da stand im LKW vor uns. Nee, das war auch schon das Auto, stimmt. Das kommt mir nämlich auch ganz schön bekannt vor. Alter, der hat's voll weggedreht. Der hat, so wie es mich gestern weggedreht hat, mit dem Unterschied, dass es ihn überschlagen hat. Du meinst, wo der eine dich verbuggt hat, oder was? Nee. Wo ich mit dem Auto schon gefahren ach bin. Ach so, ja. Wo es mich einmal so nach links weggedreht hat. Passiert, wenn man durch Kurven mit 100 fahren will. Das Auto lässt sich echt tatsächlich ein bisschen blöd fahren irgendwie. Ja, da kann ich leider noch nichts dazu sagen, weil ich... Rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus. So, jetzt haben wir gleich... Sind wir gleich bei immer geradeaus. Wollte er mir schon wieder pranken? Nee, ich doch nicht. Ach Quatsch, wie komme ich darauf? Immer geradeaus. Das hab ich noch nie gemacht. So, hier ist auch noch eine Tankstelle. Ah ne, du willst erst dann. Danach tanken, stimmt. Genau. Weil ich komme noch 300 Kilometer weit, also... Ja, dann ist chillig. Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Also ich komme wohl laut Anzeige 2600 Kilometer hin, aber das glaube ich nicht. Das ist irgendwie nicht ganz realistisch. Ganz schön ein Stück hinter mir. Naja. Es hat mich wohl ein bisschen ausgebremst, wo du mich geprankt hast. Ach, weil du. Ja, weil du runterfahren wolltest. Weil ich runterfahren wollte, ja. Links halten. Du hast auch dann Navi. Bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. So, jetzt steht's wenigstens dran, jetzt könntest du mich nicht mehr pranken, oder? Ah. Meine Blinker? Ja. Sind gerade eben im Disco-Modus, Alter. Oh, warte, du hast kein Videobeweis. Problem. Shit, ich finde nehmen. Eine neue Route. Nee. Naja, genau, jetzt habe ich Druckmittel gegen dich. Oh. Blackmail. Einfach richtiges Prestige fahren. So, eigentlich müssten wir jetzt links hoch, ne? Okay. Laut deinem Navi, oder? Ja. Ja, wir müssen aber geradeaus jetzt tatsächlich. Und dann links müssen wir halten, die Straße jetzt bis zu Ende und wieder umkehren. Da ist meine Firma und dann da. So, hier müssen wir jetzt noch geradeaus. Immer geradeaus. Kommt gleich zu dir A15. Gleich.
muss noch ein kleines bisschen durchhalten, Rainer. Ja. Kannst du dich nochmal hinlegen, nochmal ein paar Minuten pennen. Ja, eben. Aber wenn wir dann kommen, dann haben wir keine Ruhe mehr vor uns, oder? Wir werden links Belag von dir runterreiben. Dann die Ausfahrt links nehmen. Das wird sich anfühlen, als wäre ein Chefskammer über dir gefahren. Rein. Ja. Biege nach rechts ab. Keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Fall war. Ey, ich habe einmal meine Lichter kurz ausgemacht. Lass ne? uns eine neue Und sofort Route stand finden. Unten da, schaltet den Lichter an, sonst wirst du in 15 Sekunden gekickt. Mhm. Die sind ja echt hart, ne? Richtig so. Oh, 30, darf ich nur noch fahren. Ah. Nee, 48. Hä? Ja, ich versteh's nicht, keine Ahnung. Oh, ich glaube, hier ist keine Tankstelle, oder? Nein, nicht schlimm. Wir fahren ja sowieso dann auf eine. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Mhm. Aber hier ist dafür noch eine Arbeitsagentur. Ausfahrt. Könntest du ja eventuell noch mitnehmen in der Zeit, wo du hier bist. Yep. Immer geradeaus. Neue Route finden. So, Frachtmarkt. Demnächst rechts abbiegen. Medizinische Güter. Oh, Iveco-Händler. Biege nach rechts ab. Oh ja, gut, im 12. Gang sollte ich vielleicht nicht unbedingt anfahren. Demnächst rechts abbiegen. So, jetzt, oh Gott, rückwärts mit VR-Brille mit Hänger einparken. Biege nach rechts ab. Stell ich mir gerade tatsächlich lustig vor. Oh, mir wird jetzt schon schwindelig. Oh mein Gott. Ey, das sieht sogar echt gut. Nein, ich bin im Anhänger zu weit vorne. Verdammt. Immer geradeaus. Selbst loben. Ich finde eine neue Route. Oh mein Gott. Das fühlt sich an wie eine. Oh mein Gott, ich stehe gerade, Kerzen gerade drinnen. Damn, ich soll das Spiel öfters mit Feuerbrille zocken. So gut habe ich noch nie eingeparkt, wenn ich mich jetzt mal selbst loben darf. So, wird beladen, Fracht wird aufgeladen. Okay, geht weiter. Ey, hey, was geht, Digga? Was geht? Nicht viel, Moment, ich trinke noch kurz einen Schluck. Ne? Ja. Nicht, dass du schon weglasst. Cool. Jetzt wird mir allerdings die andere Hafenstelle angezeigt, die unten bei Felixstowe. Wir fahren trotzdem hier oben, oder? Jo, wir fahren hoch. Ja, das ist definitiv viel kürzer. Keine Ahnung, warum die uns das anzeigen mit uns. Warte mal, wenn wir es markieren, ja, dann wird es auch wieder angezeigt. Musst du einfach nur kurz oben bei dem Hafen markieren, dann. Los! Dann geht's wieder. So, okay, let's go. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. So, 6. Gang zum Anfahren nehmen. Und mal schön zügig wegkommen. Einfach mal im 6. Gang angefahren. Das geht. Gangster-Shit, Alter. Na, ich habe ja jetzt ein 12-Gang-Getriebe drin. Deswegen. Ach. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich habe mir jetzt tatsächlich noch ein anderes Getriebe reingebaut. Nimm diese Ausfahrt. Das besser ist für Berge hochfahren, weil ich doch gestern beinahe an einem Berg stehen geblieben bin. Es geht besser. Ach ja, stimmt. Bist ja da gestern. The fuck are you? Hm.
Was? Naja, da hat schon wieder irgendjemand was gelabert. UK, what's up? Wie laut bin ich eigentlich in-game? Immer geradeaus. Was geht eigentlich? Also okay. Du bist jetzt nicht allzu laut, du bist aber auch nicht sehr leise. Also es ist eine normale Lautstärke. Awesome. Das hört man gern. Wir singen Oreo. Was? Schleichwerbung. Wo bleibt die Bezahlung? Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Ich möchte jetzt bitte 100.000 Euro aus. Dafür. Ach, das ist Schleichwerbung. Setz da mal die Preise nicht gleich so hoch, da will ich gar niemand sponsern. Setz die doch nicht so weit setz die doch nicht so niedrig, das ist doch viel zu wenig. Setz die doch nicht so niedrig, da wirst du ja nie reich. Stoff hier vorne ist. Kannst du mal gucken, ob es hier irgendwo eine Tanke gibt? Kann ich machen, oder? Nee, bis hoch zum Hafen nicht mehr. Kannst du erst über der Grenze tanken. Ah, okay. Kriegst du schon hin. Letztes Mal hat es ja auch noch 7 Liter im Tank, also von daher. Hm. Wie viel waren es? 7 Jahre, ne? Ja, so ungefähr. Nee, ich glaube 4 sogar plus. Ui, eine schöne Probe hier. Wir sind aber bis 80. Ach, egal. Was geht? Moin. Schon lange nicht gesehen, ne? Grüße! So. Lassen wir uns mal ein bisschen ausrollen hier. Ja, eben. Du kannst zu viel Benzin verbrauchen. Bei den Preisen. Naja, gerade wegen den Preisen. Sind die Kurven so schön flüssig dadurch. Ach, das ist so toll. Immer geradeaus. Das stimmt, die sind halt absolut nicht steil, ne? Ja, die Einfahrt hast du ja bloß zum Glück fast verpasst. Ja, nur fast. Hm? Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Also fährst du jetzt eigentlich immer noch mit manuell Getriebe? Nee, ich fahre jetzt wieder mit der Automatik, weil jetzt auf dem Controller geht es sowieso echt schwer. Naja, ich habe auf A runterschalten und auf B hochschalten, das passt eigentlich schon. Ich überlege gerade, ob ich mich da vorbeiquetschen soll, lieber nicht, ne? Naja, ich bleib auch hinter denen. Okay. Ich nicht. Die sind mir zu langsam. Muss ich hinter mich setzen, dann kannst du noch mal den Windschatten ein bisschen mitnehmen.
Alter. Was denn? Ey, immer wenn ich die. Nee, aber immer wenn ich die überhole, wenn ich irgendwelche LKWs überhole in Kurven, hab ich Schiss, dass ich irgendwie einen Unfall baue und denen dann auch noch Schaden zufüge. Ich hab in echt immer Schiss, wenn ich an LKWs vorbei so, dann. Oh. Och nö, jetzt also da. Da geht's eigentlich. Doch, ich übe Panikattacken. Sind schon mal da. Stell dir mal vor, du bist so im Stau auf der Autobahn und stehst und vor dir steht ein LKW und hinter dir. Links halten. Das ist. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm. So, das sind wir doch schon wieder da, Mensch. Ich habe noch 50 Kilometer Sprit. Ja, das kriegt man hin. Auf der anderen Seite ist ja kleine Stadt mit einer Tankstelle, wenn mich nicht alles täuscht. Hoffentlich. Na, hier vorne kann man auch langfahren. Ach so, ja, du biegst dann den da rein. Okay. Links abbiegen. Ah, wieso ist denn hier nur 60? Biege nach links ab. Das ist so nervig. Oh, warte, ich ach du Scheiße. Oh, oh mein Gott. Nein. Was? Hä, wieso war das dann nicht Non-Collision? Das ist doch... Ernsthaft, ein Meter weiter hinten ist Non-Collision. Seriously? Was du stellst? Voll. Ey, ich dachte, da wäre... Oh, Scheiße. Sorry. Na, ist alles gut. Das war ja auch mein Fehler. Ja, vor allem verstehe ich das gerade auch irgendwie nicht so ganz. Achso, warte mal. Wir haben jetzt nur eine Fahrt. Ja. Okay. Und dahin müssen wir auch. Ich 11 Stunden, genau, wie die letzte Route. Mal. Neue so, Route finden. Ich bin da. Kann weitergehen. Okay. Muss ich noch kurz was trinken? Wait a moment. Trinken ist immer gut. Ach, Digga, ich hab schon wieder. Die Ausfahrt. Ja, bitte? Ja. Nicht schlimm. Hä, und hier ist plötzlich noch außerhalb davon auch noch ein Collision. What the heck? Lustig, ne? Oh toll, die fahren alle auf der verkehrten Straßenseite. Na, weil die alle noch von der UK. Geil. Oh, please, bitte lass nichts von vorne kommen. Biegen nach rechts ab. Ha, wow, das klang jetzt echt cool. Biegen rechts ab. Wow. Ey, das ist die verkehrte Straßenseite, auf der du da fährst, ne? Yeah, Unfall! Geil, weil sie nicht wissen, wie sie zu fahren haben. Nice! Links abbiegen. Entschuldigung, ich will ein bisschen flexen. Alles gut. Nicht schlimm. Retard hat er nur geschrieben. Oh mein Gott! Uff! Uiuiuiui, ui, ui, ui. Was geht denn da vorne? Der hat nur Retard geschrieben. Nice! Kannst du gerade gucken, wegen Tanke? Ah ja, warte. Ich sehe noch nichts tatsächlich. Oh, shit. Ach, das bekommen wir schon hin. Alter, ist das denn sein Ernst? Ich meine, es kommt zwar gerade nichts von vorne, aber... Really? Ich habe mein Navigationssystem jetzt auf ganz weit, ne? Also sobald ich nach Zündstelle sehe, sage ich dir Bescheid. Jo. Na, es sind nur noch 40 Kilometer, deswegen. Was? Ach, ich muss so langsam auf. Jo, eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Oder wünschen wir dir. Ja, hast du noch keine Ferien, Marvin? Na gut, okay, es muss ja nicht immer unbedingt irgendwas mit Schule sein. Es kann ja auch irgendwie durch Freizeitaktivitäten oder was weiß ich sein. Ah, hier vorne ist eine Tankstelle. Oh mein Gott, ein Glück. Weil es sind nur noch 20 Kilometer. Nee, ich glaube, ich sta op sneller. Ich ga van de snelweg af. Halten und dann links. Das passt gar nicht. Ga van de snelweg af, Scania-truckertje.
biegen nach links. Delano, ik heb je trouwens een Steam-vriendschap verstuurd. Can you shut the fuck up, man? Yeah, shut the fuck up, you. Geil. Hier is wieder viel los, Alter. Poče, kurbo jebana, kde jste ho pozorný pierdolovný kurban, chabie jebana. Oh, sorry, aber ich... Alle gegenseitig flexen, Alter, was ist los? Oh, Digga, der will abbiegen. Sieht er nicht, dass ich komme? Oh mein Gott. Alter, 15 Kilometer noch. Wo ist denn... Ja, ist hier schon. Ist die hier? Ja. Denk dran, ich habe keine Tankstelle bei der Garage, ne? Oh, du hast da einen mitgenommen. Ich spür das. Ach, fuck, yo, das ist wieder... Oh, Mann! Vor allem. Okay, Tim. Warte mal, ich stelle mich mal ganz kurz hier hin und ich gucke mal auf der großen Karte. So. Ach toll, wenn wir die Straße noch ein bisschen weiterfahren, dann. Wenn die Straße, auf der du jetzt stehst, noch einen kleinen Tick weiterfährst, dann kommt der Tankteller. Ja, ich sehe es schon, aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Weil das ist noch. Ich habe noch 14 Kilometer Tank. Ja, das also 5 Liter. Ja, fahr einfach ganz tieftorig. Ich bin gestern auch 30 Kilometer mit wie viel 14 Liter gefahren oder so. Muss einfach richtig langsam beschleunigen mit dem Controller. Und immer gucken, dass der schon im grünen Bereich schaltet. So. Also jetzt schon 11 Kilometer? Digga, 10! Ja, du weniger Gas gibst. Ja, mache ich ja, aber es passiert halt. So. Es geht halt nicht. Na dann gib ganz viel Gas und beschleunige noch, damit du bis dahin rollen kannst. Dann gib einfach Vollgas. 4, 3, 2, 1. Als ob das so schnell runter geht. Tank ist... Vor allem, wie geil ist das? Tank ist leer und ich bremse einfach. Was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Nee. So ein Glatsch. Dann ruf Abschleppdienst und Notbefüllung. So, 50 Liter Diesel, das muss reichen, aber wenn das nicht reicht. Ach, ich kann wieder nicht beschleunigen. Cool. Tu mal kurz Bremse drücken und dann wieder Gas geben, dann geht's. Was? Erst ab morgen, dann Ferien. Ach so, du hast morgen letzten Schultag, oder was? Geht er zur Schule in Bayern? Nee. Nee, da haben sie auch schon. Oh, ich weiß, das Grit hatte ich ehrlich gesagt. Der Tank geht so schnell runter gegen, Alter. Ja. So ein Geballer. Ja, trotzdem eine gute Nacht, Marvin. Ja, gute Nacht, Marvin, gute Nacht. Hey, gute Nacht, Marvin. Gute Nacht, Nacht. Schlaf gut, schlaf gut, schlaf gut, schlaf gut, schlaf gut. Das ist ADHS-Kind. Good night! Good night. Als ob da noch drauf jemand reagiert. Oh, hier sind. Hier sind. Oh, man. Why just kill you my him. Baby, my car? Why was? Kill you my LKW? My LKW, alles klar, Digga. ja, sorry, ich hab das Wort LKW vergessen. Ah, okay, das macht Sinn. Das war in meinem Wortschatz nicht mehr vorhanden, deswegen klang das gerade so komisch. Du kannst drei fucking Buchstaben nicht auf Englisch, was? Ach, sorry. Ich weiß, dass es Truck heißt, aber... Mein Gehirn war gerade irgendwie so... Ich weiß auch nicht. Ah, vor allem also, sind wir in Deutschland. Ach nee, warte, die haben ja Englisch geredet. Ja. Also, wir haben ja nicht angefangen mit der Konversation. So. Jetzt hab ich jetzt bloß eine fucking Tanksäule, die geht. Oh, toll. Willst du auch gleich tanken, oder was? Ja. Wenn wir schon mal hier sind. Am 1. August südlich des Grand Canyon Village. Also 1. August. Ich glaube, das ist das Wochenende, was jetzt kommt. Nein, da bin ich auf Umzug. Ja, dann werde ich es mir wahrscheinlich einfach über Dings anhören, über Simulator One. Kannst du es nicht lieber streamen für mich?
Also wenn ich reinkomme. Okay, dann noch bitte auf YouTube, ja, weil auf Twitch weiß ich nicht. Kann losgehen. Achso, willst du mir da? Ah, ne, ich will nicht. Da sind nur noch 300 Kilometer, das ist doch. Ich dachte mal, wir sind heute Nacht, 20. ne? Ja. Ich glaube, das ist ein Samstag. No. Mann, hätte es wenigstens am Sonntag sein können. Das fuckt schon wieder richtig ab, Alter. Na komm, LKW, beschleunige mal ein bisschen. Rechts jetzt halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Oh, auf jeden Fall sind hier vorne an der Dings wieder ganz viele. Ah, das sind ein paar, das stimmt. Nimm die Ausfahrt und rechts. Abbiegen. Achtung, Bremsen. Biege nach links ab. Immer. So, wartet, warte mal, wir haben doch Haupt... Warte mal, wieso haben wir ein Hauptstraßenschild und die fahren vor... What the fuck? Ah, komm, den lassen wir noch vorbei. Ach du Scheiße, kommen da viele. Oh, toll, jetzt dürfen wir warten. Jetzt können wir warten. Und dann kommen wieder von rechts welche. Hauptstraßenschild, Digga, die müssen eigentlich anhalten. Ja, komm, jetzt fahren die nämlich. Ja, die haben sogar Vorfahrt beachten Schild. Jesus Christ. Alter, kann der LKW jetzt mal losfahren? Geht doch. Alter! What the fuck, wie viele schon wieder? Ja, danke, Digga. Danke, Alter. Danke fürs frontale drauffahren. Danke, du fucking Retard. Ja, geil, Alter. Wieder 80% Schaden wegen dem Wichser. Ey, das hat einen Grund, warum die hier in Schleife stehen. Es geht nun mal nicht schneller. Oh, Mann. Ich hab's dich nicht erwischt, ey. Wenn jetzt hinter mir gefahren wärst, wärst du voll nicht reingerauscht. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, ich passe hier gerade mal auf, weil hier ganz viele sind. Also ich habe irgendwie die Vermutung, dass die alle schon wieder aus Duisburg kommen. Na, hoffentlich. Ist das nicht sogar hier die Strecke, die wir gestern dann gefahren sind? Ja. Magst du eben einen kleinen Ticken langsamer fahren? Ich würde gerne auch zu dir aufschließen. Jo. Ich mach. Du musst jetzt nicht übelst krass abbremsen, aber dich rollen lassen halt einfach oder so. Jo. Na, wie weit bist du noch weg? Na, ich bin bei 226 Kilometer. 26? Oh, ich bin bei 209. Na, das ist nun mal dumm. Ja, der ist ja leider einen frontal in mich reingefahren. Weil er dachte, er muss wieder überholen, weil er cool ist und dann, ja. Na, ich hoffe, dass keiner zwischen uns jetzt ist. Ah, eigentlich nicht, weil mich hat ja keiner mehr überholt. Und zwischendurch keine Auffahrt kam, keine zusätzliche. Ja, die Sache ist halt, hier sind ganz viele, ja, die heute auch wieder stehen. In den Seiten stehen, genau, oder der Tanke auch. Ja. Also, ich bin jetzt bei der Tankstelle. Also irgendwie stehen hier überall verstreut so ganz viele Autos, ne, so Piloten und so, ich weiß nicht warum. Aber das hat sich irgendwie gehäuft seit gestern.
Ah, da bist du. Jetzt kannst du wieder beschleunigen, ich bin hinter dir. Frontal nicht rein. Was hat denn der sich gedacht, Alter? Dass er alle überholt und damit schneller vorankommt, oder was? Ja, wenn die langsamer fahren, dann tun sie immer automatisch überholen, wenn sie denken, die schaffen das aber. Ja, bloß die standen ja alle. Weil halt bis vorne zwar Dings alles Stau war, mehr oder weniger. Ach so, und der hatte keinen Bock gehabt, rumzustehen. Ja, der zieht den Typ auf meine Spur, fährt mir frontal rein. Was ein Idiot, Alter. Ja. Sag ich ja, das war ja nicht mal irgendwie, dass er jemanden überholen wollte oder so. Der wollte einfach bloß an allen vorbei. Weil der hätte sich da vorne nicht einordnen können, nirgendwo. Dass es einfach Idioten gibt's, ne? Also. Oh geil, der eine hat Betonmischer gefahren. Vortrefflich mit dem Blinkst, herrlich. Ja, ich versuche diesmal ein bisschen ordentlich zu fahren. Hast du die Blinker auf dem Controller? Mhm. Wo hast du den hingemacht? Steuerkreuz bestimmt, ne? Nein, ich habe L1 und R1. Oh, okay. Und Gas, ja, das und Bremse geht, das geht auch. Das macht auch Sinn tatsächlich, stimmt. Ich hab's unten auf dem Steuerkreuz links, rechts. Aber stimmt, da LOL, hatte dich gerade auf der rechten Seite überholt? Nee. Yeah. Weil das bei mir auf der Karte gerade so aussah, weil das der blaue Punkt auf der rechten Seite von dir war. LOL. Okay. Oh Gott, die machen alle. Ja, die machen alle Blendlicht an. Ich glaube, in Dings sieht es wieder genauso katastrophal aus. Aber da wissen wir ja wenigstens, wo die ganzen Piloten alle herkommen. Weißt du? Mhm. Oh, da hätte ich meinen Stream heute nicht wir Satteln wieder aufnehmen sollen, sondern Stau in Duisburg oder sowas. Keine Ahnung. Weißt du ja vorher nicht, ne? Mhm. Okay, der fährt einfach mal auf der Wiese. Hm. Das ist auch gefährlich, ey. Stell dir mal vor, du hättest das nicht so, dass die oben die Anzeigen sind. Du hast so alles aus, Licht und so, und stehst da auf der Straße. Na, du kannst es ja ausstellen, dass dir die Namen angezeigt werden. Deswegen ja. Ich hab's gerade machen. Alter, dieser komische Tier G oder wie der heißt, oder dieser Tiger oder wie auch so, der war gestern auch dabei in Duisburg. Ich glaube, den haben wir hier irgendwo auch auf der Strecke getroffen. Der Name kommt mir von gestern irgendwie bekannt vor. Nice. Da werden wir ja merken, wenn wir jetzt in Duisburg sind und dann kommt so Musik und sowas. Ich hoffe es nicht. Oh ja, da musst du dein Spiel muten. Ja, wie soll ich das machen? Ich komme ja nicht aus dem Spiel raus. Stimmt. Na, du kannst aber in eine Einstellung gehen und eine Lautstärke vorübergehend runterdrehen. Ja, das, also, ja, gut, stimmt. Oh nein. Geht's los? Ja, wir müssen reden, Pascal. Rede. La la la. So ein schöner Tag heute. Da. Okay, gut. Bye. Vor allem, ich habe über Funk geredet, Alter. Digga. Ich dachte jetzt, du meintest über Funk. Nein. Peinlich irgendwie. Dein Stream protecten. Oh, ist das nicht eine schöne Fahrt gerade? Ich meine zwar vor uns, die sind eher, also sehr langsam, aber ja, es ist angenehm. Einfach Tempomat anmachen. Ich habe mein Tempomat bei 60 und gut ist. Ja, ich lasse mein Tempomat aus, weil du weißt ja nie, was von hinten kommen kann und dich rammen könnte, weil du zu langsam bist und dich an die Schrittgeschwindigkeit. Na, wenn du Tempomat anhast, kannst du trotzdem noch beschleunigen. Das Tempomat stellt sich erst aus, wenn du bremst. Du
Du kannst trotzdem Gas geben, dann fährst du schneller und dann geht's halt nur wieder runter, bis auf die Begrenzung vom Tempomat. Das ist ja das Geile. Oh ja, du verlierst auch gerade wirklich gerade zu uns die Bindung. Ist nicht schlimm, ich hole euch gleich wieder auf, braucht ihr nicht. Die nächste Kurve, wenn die wieder abbremsen alle. Ich bin mal nichts, Skoder nicht. Die fahren aber ja, wirklich sehr schön. Und dann ist ich in meine Tarsiert. Wenn ich gerade so überlege, wie die gestern da alle zur Stadt standen. Und die hatten nichts anderes zu tun gehabt, als einfach nur zu dort rumzuschauen. Oh, okay, hier liegt ein Auto auf dem Dach. Auch schön. Die hatten gestern kein bisschen was irgendwie zu tun. Die mussten nur da stehen und warten, bis die aufschließen können und ein paar Meter vorfahren können. Was machen die? Die fahren mit, keine Ahnung, gefühlt 50 km/h weiter. Und rammt dich einmal von hinten und dann ist wieder dein ganzer Auflieger im Arsch. Und ja. Mhm. 50 Kilometer noch. Aber mir fällt gerade auf, die machen keine Warnblink mehr. Also ich glaube. Na, vielleicht ist nur ein bisschen was los. Was auch geil wäre in ETS, dass du halt nicht nur diese Armaturenbeleuchtung hast, sondern auch so im Inneren, also im Fahrerhaus, diese Beleuchtung anmachen könntest. Das wäre auch richtig cool. Ich weiß, du kannst die LED-Ketten und sowas, also LED-Motive, hinten reinhängen, wo die Matratze ist in dem Fahrerhaus. Die leuchtet dann. Aber das ist ein DLC, das weiß ich für zu 100%. Aber mit DLC kannst du ja trotzdem auch Multiplayer spielen. Also. Ja. Bloß alle DLCs kaufen für dieses Spiel, na, weiß ich nicht. Ich kaufe mir auch nicht alles. Ich kaufe mir halt nur die jetzt halt cool aussehen. Und wenn ich weiß, okay, für die paar Sachen hätte ich gerne 2 Euro oder so ausgeben. Naja, 2 Euro ist jetzt ein bisschen untertrieben, aber. Nee, es gibt tatsächlich Erweiterungen, die kosten nicht viel. Also demnächst rechts bloß abbiegen. Wegen Kartenerweiterungen, da müssten wir uns dann absprechen, ne? Mhm. Dass wir dieselben Kartenerweiterungen kaufen. Sonst ist es ja dumm, wenn wir dann 2 Kartenerweiterungen kaufen und dann aber komplett verkehrte Länder so. Ja, bis wohin ist denn die Grenze eigentlich? Also bis nach Russland habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, bis wohin habe ich denn? Kann ich schon bis Russland? Nee, Russland kann ich noch nicht reinfahren. Ich kann nur bis Polen. Na, ich glaube, alle, die so gräulich sind, nicht die ganz dunkel sind, sondern alle, die so gräulich sind, ich glaube, da. Nee, das kommt da nicht hin. Ich weiß nicht, muss ich gucken, welche Erweiterungen es gibt. Oh, fuck. Warum sagst du nicht, dass grün ist, verdammt? Oh, ich hab's gerade schon gesehen. Ich wusste jetzt nicht, dass du das nicht gesehen hast. Wir müssen schon gleich kann können. Oh mein Gott. Digga, diese Piloten manchmal, ne? Ja. Alter, die zwängen sich mit ihren Autos da rein. Guck dir das an. Die stehen so schräg da zwischen den ganzen LKWs. Alter. Das ist echt der übelste Krampf. Wenn ich das jetzt schon wieder lese, dass er immer schreibt. Ja, was hast du gesagt? Wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass da jemand Bann schreibt. Und guck dir mal an, wie viele hier schon wieder sind bei der Tankstelle. Mhm. Danach müssen wir aber sofort nach Leipzig, wenn wir hier durch sind, ey, ganz ehrlich. Ja. Nicht mal Ampelzeichen beachten, wofür spielen manche das Spiel? Oh fuck, hier sind ja. Boah, okay, das ruckelt, Alter, das ruckelt, oh mein Gott, also, ruckel, meinte ich. Ah, diese Bodenschwellen sind schon echt penetrant. Jo. Ach, naja, da ist ja noch ein bisschen was los. Sorry, Mike. My bad. Geil, der fährt erstmal mit seinem Auto in mich rein. Also fast. Kann gerade noch so ausweichen. Mit meinem Führerhaus zumindest. Mein Hänger hat er getroffen. Aber das ist mir egal.
Ich würde gern wissen, was lustig ist. Okay, das war... Das war tatsächlich wirklich lustig, das Geräusch. Kannst du das nochmal machen? Was? Ich würde gern wissen, was so lustig ist. Hallo? Haben wir dort? Corno do caralho. Flashbacks. Macaquinho. Flashback. I threw a grenade. I'm planting the bomb. Thank you. Counter terrorist win. Gott, Alter, meine FPS gehen schon wieder runter. Holy fuck. Bei mir geht's. Bei mir geht's. Ich hab noch angenehme 70. Bro. Vor allem geil, ich muss in die ganz hintere Reihe von Duisburg. Also ganz hinter. Nice. Ich muss zum Glück ganz vorne rein. Ah, hier gleich links rein, oder was? Ja, ich muss wieder in die LKW rein. Ich würde dir empfehlen, auch da lang zu fahren und dann hinten rum zu fahren. Ich auch. Weil da ist weniger los. Sorry, aber das muss jetzt sein, Alter, weil die alle irgendwie hier so komische. Nein, ah, la 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 la. Sorry, aber ich musste das jetzt machen. Ich weiß nämlich nicht, was das da ist, was die da spielen. Ich glaube, das ist nicht Copyright geschützt. Hoffentlich. Oh, es geht voran. Also. Ich hab halt die ganze Zeit voll Schiss, dir aufzufahren, Alter. Ich fahr jetzt einfach konstant mit 10 km/h, dann... Ja, ich bin auch gerade so bei 10 km/h. Und ich halte auch zudem vor mir ein bisschen Abstand. Mhm. Alter, vor allem, der macht noch extra laut. Oh mein Gott, es hat sich ja echt gelockert. Ja. Oh mein Gott, aber hier hinten ist auch schon wieder. Oh, jetzt ja, waren die da alle raus. Nein. Jetzt wissen die wieder nicht, wer zuerst fahren soll. Yeni aldım da oyunu, o yüzden sordum. Kyle, du musst nur ein Stück nach vorne, das nützt nichts. Ich blockiere die ganze Kreuzung. Geht's jetzt? Nee, noch ein Stück Muster. Jetzt ja, geht's. Ich kann halt nicht vor, wenn der vor mir weil ich habe keine Lust, dem jetzt zu... Ist schon. Go, 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 where is the Der ist in einer No-Collision-Zone, du kannst reinfahren. Ja, aber der Typ hier vor mir. Du willst reinfahren, stimmt. Stimmt, du willst ja gar nicht reinfahren, du musst ja hier gar nicht rein. Nee. Ja, das war jetzt irgendwie Break. Ja, alles gut, nicht schlimm. Allahumma Allah. Ich hab's rausgeschafft. Easy. 1336? Oh, das bist doch du, ne? Ja, so easy. Ach nee, du bist 3324. Oder sowas in der Art. Zweiten Mal rückwärts einparken. Oh Gott, was geht denn hier jetzt ab? Ana koyim nereye geliyor ya kız? No, 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 fahr nicht, fahr nicht! Oh mein Gott. Herkes aynısı bu. Yo! So, gute Arbeit. It's green now. 23.000 bekommen. Oh, non-collision zone. Oh mein Gott. Und jetzt nach Leipzig einfach, ne? Digga, wo bin ich? Oh, eine Garage. No way. Bin ich jetzt wirklich... Oh mein Gott, ich bin in eine Garage gefahren.
Ich bin ein richtig guter Denker, Alter. So, ich markiere mir mal Leipzig, gell? Ich muss genau auf die andere Seite. Verdammt, na, nice. Yo. Das war genug. Da hast du jetzt echt genug Verzeihung geworden. Vielleicht hat die Firma ja noch was für nach Leipzig. Aber wenigstens in die Richtung. Digga, fahr! Achso, der kann nicht fahren. Okay. Ich habe tatsächlich noch eine Fahrt nach Erfurt, die ich noch mitnehme, ne? Alter! Pascal. Steckt er in mir? Ja, wir kommen hier gerade nicht, oder ich komme hier gerade nicht weg. Ah ja, ich sag ja nur, ich habe noch eine Fahrt nach Erfurt, also wir müssten dann durch Erfurt durchfahren, nach Leipzig. Ja. Mann! So, da holen wir mal die Melonen. Oh, geil, Melonen, Alter. Auch übelst. Na, hä, wo muss ich denn? Ach, hier hin weg. Collision Zone, ich hab's geschafft. Nice, Digga. Oh mein Gott, Alter, mein Herz. Acayip bir turdan memnun musun kanka? So, ich nehm jetzt ben de Alex Bey'si yapmışsın olan mı var? Ekran katıyorum. Ben de binelim. Tabii ki de istedim. Kanka bu zaman sen ne zaman aldın? 1.5 kilo önce mi aldın? Binelim mi? Pascal? Tamam tamam. Pascal? Tamam. Yep. Ich müsste da rausfahren, wo wir gestern reinkamen. Also zur Autobahn direkt. Okay. Na? Ich werde schon mal mich nach da vorne durchschlagen. Ich warte dann am Straßenrand einfach da auf dich, okay? Mhm. Okay. Awesome. Na, dann wollen wir mal. Ich hoffe nur, dass alles gut geht. Mhm. Alter, hier sind so viele LKWs, ich sehe nicht mal mehr die Einfahrt. Wo wir herkamen. Das heißt, ich muss jetzt rechts rum und dann über die Brücke. Ja, nicht wo wir heute herkamen, da wo wir gestern. Da wo wir gestern, wo wir rein sind gestern. Ja, genau. Oh, Jesus fucking Christ. Fahr doch einfach mal bitte. Nicht halb in die Einfahrt rein und dann bleibt davor stehen. Dann fahrt doch bis in die Non-Collision Zone. Ohne Scheiße, ey. So, ich muss Vorfahrt beachten. Danke fürs Auffahren. Danke. Jo, da schneide ich die Kurve auch bloß zum Glück ein bisschen eng. Alter. Es war wieder keine gute Idee, hierher zu kommen, aber wir haben es trotzdem gemacht, Alter. Jo. Und wir haben es sogar geschafft. Mhm. Ohne Schaden. So, ich bin an der Ausfahrt von dem Trickscar. Mhm. Ah, ich bin sogar direkt hinter dir. Ach so? Ach, hey Mensch, na dann ist doch wunderbar. Ich darf also schon wieder nicht beschleunigen, okay. Jetzt, na, wollen wir noch in der Stadt sind. Jetzt können wir beschleunigen. So, jetzt müssen wir nach Erfurt.
Achso, ja, warte mal, ich muss vorher noch schnell Leipzig markieren, weil ich würde gerne. Oder soll ich erst mit nach. Na, ich dachte, das war. Shit. Ich dachte, das war der Plan. Was? Na, dass du jetzt erst noch mit nach Erfurt kommst und dann machen wir es zum. Ja, wie macht man das dann? Warte mal, dann fahre ich mal kurz links. Ich sag dir, wo du lang fahren musst, alles gut. Na, siehst du, hier vorne müssen wir ja sowieso anhalten. Ach ne, jetzt nochmal. I'm fine. I'm sorry. So, jetzt ziehen wir aber mal ein bisschen durch, gell, damit wir wegkommen von dem Saustall. Also das scheint ein Hotspot zu sein. Wenn wir Stau wollen, müssen wir immer dahin fahren. Also Leute, für die, die sich jetzt im Stream vielleicht im Nachhinein noch anschauen und eventuell die Interesse an eure Truck haben, beziehungsweise Truck SMP, wenn ihr irgendwo in den Stau fahren wollt, dann fahrt nach Calais oder nach Duisburg. Das sind so die zwei Spots, die da jetzt sehr beliebt sind. Aber das sieht aus wie so eine Sirene bei dir, die Blinker, ne? Wenn du die so anmachst. Ja. Ach, das wäre natürlich nice, wenn man irgendeinen Zuschauer mal über den Weg fahren würde. So, hier vorne dann Frankfurt am Main abbiegen. Okay. Und wo Autobahn auffahrt. Eieiei. Upsala. Du bist nicht umgeflogen, oder? Nö, aber hast du gesehen, wie ich gewackelt habe? Ja, ziemlich, das stimmt. Warte mal, das muss ich mir im Stream nochmal anschauen. Alter. Ups. What's up, man? Nothing. Nein. Gut, gut. Nein, Deal. Ist doch ziemlich traurig, dass alle in dem Chat immer nur What the TF sagen. Yes, yes. So, hier weiter Richtung Kessel, glaube ich. Dann die Wäschern da. Kessel. Nee, Kessel. Steht nicht auch. Ah, guck mal, da steht sogar Erfurt dran. Ich achte einfach jetzt nur noch auf die Straßenschilder noch mit. Okay, krieg mal hin. Hä? Was denn? Was ist der 9? Windows-Taste F4 drücken? Okay. Warum, was passiert denn dann? Ach nee, war das nicht alt in F4? Ja. Ja, stimmt. Hä? Wie komme ich jetzt auf Windows hin? Hä, wo steht denn Windows und F4 bitte? Ja, nirgendwo, aber ich weiß nicht, ich hab grad Windows mit alt verwechselt. Aber wie kamst du jetzt? Bitte schlag mich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt auf Windows kam. Nein, ich meinte auch im Allgemeinen, wie du auf alte 4 kamst, hat es wer geschrieben oder was? Nee, weil ich gerade verstanden hatte, dass ich 9 drücken soll. Was du gerade gesagt hattest, wo ich gesagt habe, ich achte jetzt nur noch auf die Schilder. Und dann hab ich gesagt, dann mach das so. Ja, sorry, ich. Ey, alles gut. Dieses Duisburg, das macht mich irgendwie. Ja, nicht so. Kaputt. Hey, die ist mit mir. What do you mean? What do you mean? Salve. Salve. Bonjour. Ja, Deutsch, Englisch und dann komme ich mit Französisch. Okay. This bitch empty, yay! So, achso, das ist noch ein Auto, okay. Okay, nee, hä? Okay, diesmal stand ich nicht dran. Salve! Salve! Yay! Was sagen die?
Ja, ey, komm bei sehr. Ich wünschte, ich könnte dir alle Sprachen verstehen, Mann. Dann müsste ich immer sagen. Sabe, hab was ja. Shutter. Ja, ey. Ja, toll. What the? Alter, wie soll ich den überholen? Wie? Alter! Ist das dieser Typ, der die ganze Zeit da war? Ach. Ja, toll, ich kann ihn hier drüben nicht überholen auf der Seite. How do you drive? Ich weiß nicht, ob der. Hä? Halt schon, halt frei. Warte, ich mach Warnblick an. Einfach. Die what the hell was that, dude? Seriously? Can't cut my light like that. Say fabric. Almost wrecked my shit there. Steht's dran? Jo, also rechts. Ah, wir können ja nur rechts, okay. Kann es sein, dass wir gerade die Ausfahrt verpasst haben? Nee. Ja. Okay. Weil du bei mir gerade so komisch nach rechts gezogen bist, als ob ja, du die Ausfahrt verpasst hättest. Yay. Salve, señor. Para lá, para lá. Ô louco, mano, você tá conectado igual do meu amigo Zux. Aí está. Alter, man wird mich für mein Leben lang bannen von den Servern. Irgendwann, früher oder später. Irgendwie eine Konversation starten. Ja, gerne. Okay, was geht bei dir so? Fahren. Und bei dir? Achso. Ja, eigentlich selber. Ich glaube, mit dem Motor. Wow. Auch nur dezent zu schneiden. Du bist bei mir gerade dezent leise. Oh, schade, du hast jetzt gar nicht mal geantwortet. Achso, na, hast du nur Dings angehabt, nur Sprach, also hier Speech. Ja, weil du warst bei mir wieder extrem leise. Also, ich glaube auch, ich glaube, im Sprachchat bist du dann wirklich ganz leise. Deswegen warst du bei mir auch normal, also im normalen Ton. Weil du ja auch über Discord gesprochen hast. Das erklärt, warum du von mir auch keinen Schall hörst, weil ich höre dich immer doppelt. Weil der Sprachchat im Spiel hinterherhängt im Vergleich zu Discord. Oh, warte mal, der kann hier gar nicht runter. Ups. Ich dachte, das wäre eine zusätzliche Spur, aber es war eine Abfahrt eigentlich. Och, hier würde es sogar nach Stuttgart gehen. Och, Mann. Ich will jetzt aber nach Stuttgart. Du musst halt runter abbiegen. Ha, witzig, wenn wir dann gegen eine Alpha-Mauer fahren? Du musst nur genug Anlauf nehmen. Vielleicht kann ich die Mauer durchbrechen. Alter. Er ist aber gerade ganz schön still geworden im Funk. Ich glaube, weil dieser komische Slauter oder was auch immer Typ da weg ist. Du wackelst bei mir wie verrückt. Ah, oh, das ist ein tolles Lied. Ich glaube, das Lied heißt Somebody to Love oder so. Kennst du das zufälligerweise? Keine Ahnung. Na, ich kann es leider nicht hören. Das ist das Problem. Ja. Alter, wieso? Beschleunigt dein LKW gerade eben auch bis 130? Nö, nur bis 110. What the heck? Ich fahr gerade eben 130. Ja, kann vielleicht sein, weil du ja auch einen anderen Motor drin hast als ich. Na, aber die sind doch eigentlich beschränkt auf dem Server. Ja, vielleicht.
vielleicht hast du da irgendwie was durchbrochen oder so. Ganz ja, genau, dann werde ich wieder Zecker beschimpft und krieg wieder Bann. Siehe GDA, ne? Na, da ist das Spiel halt aber abgestürzt. Hier stürzt es ja nicht ab. Mhm. Nee, ich meinte auch allgemein jetzt im normalen GDA, weil ich da ja gestern auch als Hacker bezeichnet wurde. Mhm. Nur weil ich nicht gestorben bin, weil ich halt einfach immer ausgewichen bin. Ja, wenn die sich abknallen lassen, selber schuld. Ich meine, nicht, dass ich jetzt übelst geskillt bin, aber die waren halt echt schlimm gestern. Also die waren halt echt. Die haben sich wie Level 1 Spieler verhalten. Jetzt fährt er wieder nur 110. Schade. Mit 130 war ich irgendwie zufrieden. Ja, meine höchste Geschwindigkeit, die ich je erreicht hatte, das war 111. Na Alter, jetzt beschleunigt er. Ach so, weil hier unbegrenzt war. Nee. Ah, nicht. Hey, das ist 80. What the heck? Ja, von mir aus. Von mir aus. Ich habe übrigens von uns Mom gefragt, ob er mit Eurotruck spielen will, ne? Kommt jetzt auch wieder nicht mehr dazu. Das ist echt traurig. Naja. Ich glaube, seitdem das in. Wo war das? Hanno? Nürnberg. Seit es dort war, hat er irgendwie keinen Bock mehr. Ja, bloß ich habe den ja das Spiel nicht für umsonst gekauft, ne? Möchte ich halt jetzt auch mal dazu sagen. Ich kann ja einsehen, wenn er das nicht jeden Tag spielen will, aber der hat es jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr lang nochmal angehabt. Naja, seit wir das letzte Mal drin waren, seit dieser Stauwahl in Nürnberg. Ja, genau. Das ist halt echt ein bisschen, naja. Oh, ohne Scheiß, jetzt müssen wir aber wirklich abbiegen. Hier Leipzig Erfurt runter. 71. Hey, cool, an dem Autobahnkreuz war ich tatsächlich in echt auch schon mehrere Male. Ach so? Mhm. Das sieht aber echt ein bisschen anders aus. Oder ich hab's noch falsch in Erinnerung, das kann auch sein. Hey, ich überlege gerade, es ist ja jetzt auch alles wie in echt. Welches Kreuz war anders? Das ist jetzt natürlich wieder die Frage. Mir fällt es halt auch gerade irgendwie nicht mehr ein. Hm. Weil ich bin ja auch öfter mal durch. Also hier auf der Autobahn gewesen. Also auch in Real-Life, wenn ich nach Leipzig gefahren bin. Ja. So, in 300 Meter müssen wir wieder abbiegen. Nice. Genau, Erfurt Zentrum ist das jetzt dann. Abfahrt Erfurt Zentrum. Los geht's. Let's go. Wie einfach keiner mehr über den Sprachchat redet jetzt, ne? Das ist echt gruselig. So leise. Nur mit den Stimmen in meinem Kopf. Und meine Stimme. Ja, die ist schön. Oh, hier ist rot. Oh! Oh! Als ob ich keinen Schaden bekomme. Lol. Okay. Hey, bist du gegen mich gefahren? Nee, ich bin aber gegen den Busch gefahren. Ah, auch gut. Und man hat gehört, wie es geknallt hat. Aber ich habe keinen Schaden bekommen. Nach vor uns, wo ich den mitgenommen habe, habe ich auch keinen Schaden bekommen. Hier, wo der. Wo du gesagt hast, du hast keinem einen mitrasiert. Ich hab keinen Schaden bekommen. Warum sind wir eigentlich gerade über Rot gefahren? Ja, bei mir war grün, aber grün, kirschgrün war das. Ja, andernfalls mache ich die Einfahrt für mich. Das kriege ich nicht hin.
Was geht mit den Anhängern? Guck dir mal die Anhänger an. Ah, lol. Ja, moin. Stehen die bei dir auch so komisch da? Ja. Also, den hat er ja richtig gut eingepackt, ey. Ich halt Abstand von dem. Bevor der jetzt noch hier irgendwie durch die Non-Collision-Blockade durchbricht. Nee, das passiert nicht. Na, da bin ich. Also, ich meine, klar, ja, es ist eine Non-Collision-Zone, aber ich bin mir da echt unsicher. So, jetzt kannst du mal zugucken, wie ich rückwärts einpark mit VR-Brille. Okay, warte, dann gehe ich aber außerhalb. Ah, sieht echt, echt cool aus. Ja, echt professionell. Ne? So, jetzt habe ich erstmal einen richtigen Gang gefunden. So, die ganze Zeit im 10. Gang? Alter, was habe ich denn gemacht, ey? Jetzt. So, jetzt. So, perfekt wieder. Jetzt muss ich nur noch rumlenken und dann bin ich genau passend drinne. Alter, ich komme mit den Gängen gerade eben nicht klar. Jetzt. Hey, warum tue ich denn immer einen Vorwärtsgang rein? Bin ich bekloppt? Okay, das ist jetzt irgendwie, also nicht unbedingt das Gold, ne? Aber zum Glück wird mir ja nicht fürs Einparken bezahlt, wenn ich das Fracht herfahren. Vor allem von meinem Anhänger lenken frei die vorderste und die hinterste Achse auch mit, ne? Übelst geil, weil dadurch geht die Wendigkeit einfach so hart nach oben. Das ist ein sehr komischer Weg, den wir haben. So, jetzt. Jetzt gehe ich mir aber erstmal was zu trinken holen. Jetzt kann ich langsam machen. Echt trockenen Hals. Bis gleich. So, jo. Fahrt vorsichtig. Mal, wem ich gerade eben überreden könnte, mitzuspielen. Oh, das ist doch cool. Genau, mein Stiefcousin. Ach, wow. Was ist erraten? So, jetzt kommen wir nach Leipzig. Wir treffen uns in Leipzig und beim Stiefcousin. Jo. Ich fahr aber schon mal los, ne? Kannst du machen, ich bin sowieso hinter dir. Biege nach links. Ich habe aber nicht markiert, also musst du ein wenig zügiger fahren. Immer geradeaus. Damit ich nicht überholen kann. Ah, Digga, was machst du? Oh mein Gott. Ja, rot. Ja, ich bin mich nur voll erschrocken gerade eben, sorry.
rechts halten und boah, dann rechts abbiegen. Weg, Alter. Biege nach rechts ab. Wie viele Fahrer kannst du dann beherbergen? Du kannst jetzt zwei. Ja, jetzt kann ich noch zwei weitere und das war's dann. Das ist halt jetzt die maximale. Hä, aber du kannst ja insgesamt fünf, nicht? Naja, und jetzt nochmal zwei. Das sind dann vier plus meiner. Nee, du kannst auch so fünf. Ohne, das ist dein LKW zählt nicht. Oder? Also mehr doch, kann stimmt. Ich. Doch, stimmt, der zählt mit, stimmt. Deine Anhänger zählen aber nicht, da kannst du endlich wieder deine Karte. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Also zumindest habe ich jetzt noch kein Limit herausgefunden und ich habe schon über 7 in eine Garage. Nimm die Ausfahrt rechts. Ach, schee, auf nach Leipzig jetzt. Labtsch in der Heimat nach Labtsch, gell? Jo. Fahren wir jetzt mal vor deiner Haustür und hupen. Ne. Dann fahren wirklich so die zwei Trucks vorbei. Alter. Das wäre gruselig. Das wäre so geil. Gott, du bist so weit vorne. Ja, ich muss meine neue Garage begutachten. Ich habe die nämlich jetzt schon ausgebaut. Die auf der höchsten Stufe, die sieht geil aus, Alter. Vor allem hast du dann auch eine eigene Tankstelle mit drin, das ist auch echt vom Vorteil. Also ich kann die jetzt nicht mal aufrüsten, ne? Die ist jetzt schon auf dem höchsten. Na, eigentlich schon, ja. Wenn du insgesamt mit dir zusammen fünf Stück da reintun kannst, dann ja. Ich könnte die halt vor allem jetzt auch nur einmal aufrüsten, also das war jetzt das erste Mal, dass ich die aufgerüstet habe. Ja, dann wird sie voll aufgebaut sein. Na, werden wir ja sehen, wenn wir gleich da sind. Wie viele Kilometer sind es bei dir eigentlich noch bis Leipzig? 135. Ah, okay, dann habe ich vielleicht sogar noch eine Chance aufzuholen. Obwohl, du hast keinen Hänger. Ne? Nee, bitte rechts halten. Beziehungsweise, ich bin nicht schneller, aber meine Beschleunigung ist halt ein bisschen höher. Ah, da 500 Meter abbiegen, Leipzig. So, und ich hab zu meinem Bruder gesagt, dass wir auf den Homeserver gehen, ne? Mhm. Wir müssen ja da ein Gruppengespräch machen. Und der ist aber wieder bloß übers Handy, also ist die Mikroqualität nicht so geil. Okay. Naja, ich muss mir einfach endlich einen neuen PC holen, dass ich dann Marvin den geben kann, den ich jetzt hab. Minus der Grafikkarte, weil die behalte ich. Das ist brandneu. Ich rupf mich raus. Ich freue mich schon, wenn bei dir die 3 Jahre Garantie rum sind. Mhm. Weil die Computer sind so gebaut, dass die nach der Garantie dann kaputt gehen. Wow. Das war ein Spaß, Mann. Ja, ich bin dann aber auch froh, weil dann kann ich halt auch mehr RAM und so nach einer bestimmten Zeit auch wieder rein. Na, du hast doch jetzt. Nee, wie viel hast du? Ich glaube 16, ne? Ja. Ja, vielleicht gehen noch 32, das kann sein, ja. Aber auf alle Fälle würde ich dann nach den 3 Jahren musst du den definitiv richtig grundreinigen, einfach. Am besten eine Badewanne und ausspülen. Ah, ja. Okay. Und dann sofort wieder einen Strom anstecken, oder? Ja, klar. Nee, aber du weißt schon, also richtig mit dem Pinsel rauspinseln und blumen. Wenn der Garantie rum ist, dann komme ich einfach mal vorbei, dann bauen wir den zusammen mal komplett auseinander und reinigen alle Teile. Weil das hat er dann, glaube ich, nach den 3 Jahren echt nötig. Ich will nicht sagen, dass es bei dir staubig ist, aber das ist einfach so. Ja, das ist bei ihm. Vor allen Dingen, wenn der 3 Jahre lang nicht aufgemacht wird, da sammelt sich einfach was drin, das ist einfach so. Da hilft selbst oben dieser Staub, also dieser Filter nicht mal was. Der hilft schon, aber. Aber halt nicht so nicht viel, also das macht halt nicht alles. Aber kannst du den rausnehmen? Den Filter, rechts also halten. Oben diesen. Und dann die Ausfahrt rechts Sieb. Nehmen. Ja, kann ich auch machen. Ja. Ohne dass du. Okay, dann kannst du das ja wenigstens. Nimm die Ausfahrt rechts. Mach ich ja ab und zu. Immer geradeaus. Bin ich stolz auf dich. Also bitte links einmal. Halten.
bin ich sehr stolz auf dich. Jetzt hat er mich wieder von der Autobahn runtergeschickt und wieder drauf geschickt. Oh, wow. Cool. Geil. Leipzig Süd sind wir jetzt. Interessant, das sind wir ja wirklich ganz in der Nähe. Von deinem Real-Life-Wohnort, meine ich jetzt. Also, wenn ihr alle Pascal besuchen müsst, geht einfach nach Leipzig Süd. Ja, gut, ob das jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt Leipzig Süd war. Ich glaube auch nicht. Außerdem. Ohne dass ich jetzt einen Stadtteil nenne, kommen die sowieso nicht drauf wo. Da muss ich erstmal einen Stadtteil. Und selbst wenn ich jetzt auch noch einen Stadtteil nenne, immer braucht das sowieso aus. Auch noch, ne? Weil die Stadt. Ach so, wow. Alter, fährt einfach gut. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Natürlich. Läuft abnehmen. Was machst denn du die biege ganze Zeit? Biege nach rechts ab. Die ganze Zeit, ich bin heute einmal über Rot gefahren, ne? Ne, deswegen ja. Die ganze Zeit. Fahr lieber zu, Mann, du hast Queen. Ja. Biege nach. Vor allem finde ich das gut, dass jetzt hier wenigstens auch noch eine Tankstelle ist, aber. Oh. Bam! Oh mein Gott! Ich werd mir das nie merken, ne? Dass es hier eine non-condition Zone ist. So, ich werde jetzt auch mal tanken hier. Ich will jetzt hier einfach drei Mann stehen. Oh geil, für 1,08 Euro. Ja, das ist echt billig. Komm mal. Rein damit. So, ich werde noch mal ganz kurz entschwinden. Du kannst ja dabei dich schon einmal auslocken oder deine Garage abholen und dann auf den Server wechseln. Ich wechsle jetzt auch schon mal auf den Server. Jo. Gut. So Leute, aber ich glaube, ich werde jetzt auch Schluss machen. Also mit Stream für heute. Weil ich meine, wir haben es ja jetzt mittlerweile auch schon wieder 23.24 Uhr und jetzt die halbe Stunde noch. Ja. Also. Wisst ihr Bescheid, wir sprechen uns ja dann Freitag wieder auf Twitch. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Habt dann noch. What the fuck, habt noch einen wundervollen Tag. Oder Abend und ciao.